Hallo und herzlich willkommen im zweiten deutschen Internet und bei ZDF Kultur. Endlich heißt es wieder, talken bis der Arzt kommt. Die angesagte Sexbuchautorin Charlotte Roche und der subversive Kultkomedian Jan Böhmermann sind wieder zurück aus ihrer etwas zu großzügig bemessenen Sommerpause. Freuen Sie sich jetzt auf eine brandneue Ausgabe von Charlottes und Jans sehr beliebter Anarcho-Talkshow für hippe junge Leute. Die beste Nachricht aber zum Schluss. Ab sofort ist Roche und Böhmermann so cool wie richtiges Fernsehen. Mit dem neuen, noch frischeren Look und einem komplett überarbeiteten Konzept ist die abgefahrene ZDF-Kultur-Vorzeigeunterhaltungsshow endlich ready fürs Hauptprogramm. Viel Spaß bei ZDF-Kulturs Roche und Böhmermann. Gast bei Roche und Böhmermann. Echo Fresh, Markus Lanz, Konstantin Gropper, Jessica Schwarz und Charles M. Huber. Guten Abend. Ach, danke, hört doch auf. Dankeschön. Ach. Wahnsinn. So lange waren wir doch gar nicht weg, oder? Vielen Dank. Herzlich willkommen zu Roche und Böhmermann. Wir haben ein bisschen was investiert. Es sieht jetzt ein bisschen cooler aus, hipper, junger, fresher. Schön, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen im zweiten deutschen Fernsehen Kultur und herzlich willkommen unseren Gästen des heutigen Abends. Er ist der fetteste Star, den wir jemals hier in der Sendung hatten. Markus Lanz. So, Quatsch. Ja, ist so. So, Quatsch. Das ist so. Au. Abendkleid und Sneakers geht nicht, geht doch. Sie ist eine unangepasste Schauspielerin und trägt unangepasste Mode. Die einzigartige, wunderschöne, erfolgreiche Schauspielerin der Extraklasse, Jessica Schwarz. Er ist der politischste Schauspieler, der mir nur einfällt. Charles M. Huber. Oh. E zu dem K, zu dem O, zu dem Fresh. Direkt aus Köln nach Köln-Süd. Hier ist Echo Fresh. Echo. Dynamite. Er ist der Sänger der großartigen Band Get Well Soon. Der neue heiße Scheiß auf dem Indie-Markt, darf man sagen. Konstantin Gropper. Ich muss mich zu Beginn direkt bei unseren Gästen entschuldigen. Es ist sehr, sehr heiß hier bei uns in der Wachstum. Ich neige dazu, mein Jackett auszuziehen, wenn es okay ist. Es ist wirklich so heiß. Dann dürfen wir alle eigentlich mitmachen. Ja, es ist wirklich, es tut mir total leid. Die Klimaanlage ist ausgefallen. Es ist heiß, aber ansonsten schön geworden, oder? Super. Ne? Ja. Alles ist neu, alles ist schön. Fangen wir doch einfach, gehen wir direkt in Medias Res. Wir fangen direkt an mit einem Einspiel. Medias Res, darf man das nicht sagen, wenn man... Doch, wenn man intellektuell tun möchte, macht man das. Gehen wir mal ein bisschen in Medias Res. Mit dem ersten Einspielfilm des ersten Gastes, den wir Ihnen, meine Damen und Herren, heute vorstellen möchten. Es handelt sich dabei um den Wahlmannheimer Konstantin Gropper. Und dies ist sein Einspielfilm. Wie kultig ist der denn? Eigentlich kommt der fast 30-jährige Konstantin Gropper bloß aus Ochsenhausen in Oberschwaben. Doch seit seinem aktuellen Hitalbum The Scarlet Beast O' Seven Heads ist das schnuckelige Multitalent alias Get Well Soon der neue Shootingstar am Pophimmel. Kreischalarm in Mannheim. Hier an der Popakademie machte der fröhliche Pessimist Konstantin Gropper seine Ausbildung zum erfolgreichen Popstar.
Wie beschreibt der multiinstrumentale Frauenliebling selber seine Musik? Na, ich sehe Get Well Soon eher so als von Anfang an und grundlegend missverstandenes Comedy-Projekt. Alle reden immer von Melancholie, aber ich glaube, keiner teilt meinen Humor. Nachdenklich, charismatisch, witzig. Auch international reißt man sich um den sympathischen Melancholiker Konstantin Gropper. Mit Get Well Soon tourt er durch die halbe Welt. Nebenbei macht der Vater eines Sohnes auch noch Filmmusik. Konstantin Gropper, Germany's Next Alternative Superstar? Wovon träumt der dunkelhaarige Oberschnuckel mit den süßen Augenbrauen jetzt noch? Von meiner eigenen Fernsehsendung. Bei ZDF Neo. Auf einer einsamen Insel würde der Mann, der meistens Texte über Dinge schreibt, die ihm Angst machen, diese drei Dinge mitnehmen. Eine Frau, Kind und ein Marabu, weil egal wie Flora und Fauna auf so einer Insel sind, mit so einem Marabu im Gepäck ist man ganz sicher nie das hässlichste Geschöpf. Heute zu Besuch bei Roche und Böhmermann, Konstantin Gropper, Kopf und Herz von Get Well Soon. Dein neues Album ist jetzt ein paar Tage raus. The Scarlet Beast of Seven Heads. Ist das richtig? Ja. Oder With Seven Heads. Of Seven Heads. Oh, Seven Heads. Oh, Seven Heads. Ja. Was soll das heißen? Es ist nur wichtig, dass man heutzutage gut googeln kann. Ah. Ja. Okay. Hat eigentlich nichts zu bedeuten. Die Promotour beginnt jetzt. Du fährst jetzt durch alle Talkshows des Landes und heute geht's los. Ist das was, womit du dich wohlfühlst? Dich in so Studiosituationen wiederzufinden? Grenzlicht? Ja, ich baue mein Portfolio gerade so ein bisschen auf, aber mal gucken, vielleicht reizt es dann irgendwann noch so für Promi-Dinner oder so. Ich merke gerade, du sprichst sehr leise, ich rutsche dir das Mikrofon ein bisschen an den Mund ran. Was mich ganz kurz interessiert, was ist das, du trägst einen Slip von Michaela Schäfer um den Hals, was ist das? Das ist total, oder? Es ist nicht total. Danke, Jan. Oder war das jetzt wahnsinnig teuer und ich beleidige dich gerade total, ja, deine Ehre. Ja, ist nicht schlimm, du hast halt keine Ahnung, das weiß ja jeder. Oh Gott, wir müssen auch so ein bisschen reinkommen. Es ist wahnsinnig heiß und anstrengend. Es ist irgendwie so, oh. Oh. Und ich fühle mich irgendwie, ich weiß auch nicht. Irgendwie ist es anders. Trink als mal sonst. Einen Schluck. Das ja, ist es ist anders Wasser als sonst. Also ehrlich gesagt, mir gefällt das neue Konzept nicht so gut. Nee, wirklich. Ich fand es vorher mit Schwarz-Weiß und so, dass das besser zu uns gepasst hat, ganz ehrlich. Ja. Ihr sagt doch mal, kannte jemand von euch die Sendung vorher, wie das vorher aussah? Ist die alte Wand von Beckmann? Das kann sein. Ja. Ich bin mir sicher. Ja. Aber vielleicht ist es das. Weiß ich nicht. Aber es ist schön. Ja. Ja, ab 10 Millionen Quote gibt es auch eine neue Klimaanlage. Ja, aber so sind wir irgendwie noch nicht quotenmäßig. Ich bin ehrlich gesagt, ich würde gerne... Lass uns das einfach nochmal anders machen. Ja. Ja, lass uns das mal anders machen. Können wir das vielleicht einfach jetzt wieder anders machen? Das wäre schön. Ja, dankeschön. Hi, herzlich willkommen zu Roche und Böhmermann. Ja, wir sind zurück aus der Sommerpause. Aber hier raucht keiner, ne? Ihr könnt gerne, wer raucht denn hier überhaupt? Hier raucht jemand, ihr könnt gerne eine Zigarette anstecken. Jetzt geht's wieder. Wie war's besser vor oder hinterher, Herr Lanz? Ich finde es jetzt deutlich angenehmer. Ich finde aber so, ich liebe Schwarz-Weiß-Fotografie und Schwarz-Weiß-Fernsehen auch. Das passt schon. Aber ist auch etwas kühler jetzt, oder? Ich mochte immer diese gegenlichtigen Rauchschwaden, die da so hochgehen. Man kriegt auch richtig Lust. So wir dürfen rauchen. Jessica, du rauchst nicht mehr. Nee. Du hast vor 8 Wochen aufgehört zu rauchen, ne? Ja. Du warst Kettenraucher, ganz schlimme Kettenraucherin. Richtig. Wenn ich jetzt mir eine Zigarette neben dir anzünden würde und es richtig mit Genuss rauchen würde, wäre es schwer für dich? Es gibt so Momente, wenn ich jetzt dann ein paar Whiskys dazu trinken würde, würde es schwer werden. Dann würde ich irgendwann einfach aufstehen und gehen, glaube ich. Wir haben einen ganz, ganz tollen Whisky. Du trinkst auch Charlotte, ne? Ja, ja. Meine Damen und Herren, Charlotte Roche, erst hat sich vom Alkohol losgesagt, jetzt ist sie wieder die beste Freundin dieses Teufelszeugs. Sag mal stopp! Charlotte Roche, ist diese Frau überhaupt jemals nüchtern? Sie trinkt wieder, Charlotte Roche! Hey! Alkohol! 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 Was
direkt was dazu sagen. Ich habe, also mir geht's wirklich ganz im Ernst körperlich total schlecht, weil ich gestern einen Unfall hatte im Auto, ohne Quatsch. Mir ist jemand hinten drauf gefahren. Danke. Ein türkischer Mitbürger mit einem BMW. Man kann ruhig Türke sagen, total oder? Nett. Ist auch richtig. Der war voll nett und wusste auch, dass der schuld ist. Und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben ein Schleudertrauma. Und ich habe einfach, erstmal war ich so aufgeregt und konnte nicht schlafen. Und da waren die Schmerzen auch noch nicht da. Und dann habe ich ging irgendwann das Adrenalin weg. Und dann habe ich gestern 4 Stunden lang Alkohol getrunken. Das ging nicht weg. Die Schmerzen gingen nicht weg. Und dann habe ich angefangen, Ibuprofen 400 einzuwerfen. Und deswegen geht es mir gerade ein bisschen... Aber dann ist halt dieser Konter... Ja, und ich kann gerne Fragen stellen. Ich wollte den Jan jetzt nicht alleine hier hängen lassen. Und ich kann aber die Antworten nicht verstehen, habe ich gemerkt. Und zwar nicht akustisch, sondern rein inhaltlich, ne? Total. Ich kapiere nichts. Mir tut der Kopf weh, der Nacken, ohne Scheiß. Darf ich dir einschütten? Gerne. Das, du auch? Das geht noch. Konstantin Grobber, trinkst du auch? Ja, deswegen bin ich hier. Sag Stopp. Get Well Soon im weitesten Sinne ist es ja eigentlich eine Rockband mit ein etwas überfrachteter Pop, aber ich würde schon sagen eher Rock, also Rock mit Pop Elementen drin, Rock Pop, aber eher Rock, ne? Und Rock ist ja auch viel Alkohol, wird viel gesoffen auf Tour. Soft Rock. Was? Soft Rock. Soft Rock, ja. Der Softrocker Konstantin Grobber, wie viel trinkt der auf Tour? Ja, ungefähr so viel. Auf der ganzen. Auf der ganzen Tour, ja. Mit der Pipette. Muss dir was sagen, das darfst aber jetzt nicht persönlich nehmen. Ja. Ich gelte ja so als Independent-Ikone vom Musikfernsehen, aber ich habe in Wirklichkeit gar keine Ahnung. Ich habe schon gemerkt, du hast auch den Namen abgelesen. Genau. Ohne Scheiß, ich kannte deine Band nicht. Tja. Und es ist alles nur ein riesiger Hochstapelei damals gewesen. Also ich habe immer nur Texte gesprochen von meinem damaligen Freund, der jetzt mein Ex-Freund ist. Ja. Ich weiß nicht genau, ob das alles so gut ist, dass du das jetzt hier erzählst. Also. Aber ich finde dich ganz nett, aber ich wollte dir es nur erzählen, dass es gab wegen dir unfassbaren Stress in der Redaktion. Du liebe Zeit. Ja. Und jetzt auch noch vor der Kamera. Es tut mir leid. Aber die Musik ist wirklich schön. Ja, ich finde auch. Kennst du die? Ja, guck mal, Jessica kennt deine Musik. Ja, aber also bitte, Markus Lanzke, wir kennen das hier, wir drei, und wir haben mindestens Hauptschule. Ja. Und, ihr müsst dann irgendwie drüber nachdenken, wie ihr einen besseren Presseauftritt hinkriegt oder so, weil es ist an mir. Ich fange ja gerade damit an. Konstantin, kennst du Tayo Cruz oder Beyoncé, wenn du vielleicht so in die Richtung mehr so Musik machen würdest, wo man auch zu tanzen kann oder sowas? Das wäre vielleicht cooler. Ja, kenne ich nicht. Da würde Charlotte das nämlich auch verstehen. Die hört nämlich hauptsächlich Tayo Cruz und Beyoncé eigentlich immer im Wechsel, ne? Ich mag nicht so gerne intellektuelle Musik. Ich mag nur Musik, wo man die ganze Zeit mit dem Arsch wackelt und wenig nachdenken muss. Das macht glücklich. Apropos mit dem Arsch wackeln. Ja. Kommen wir doch einfach zu einem Mann, der auch Musik macht, zu der man mit dem Arsch wackeln kann. Er sitzt links neben mir, er ist noch ein bisschen verschüchtert. Aber das wird sich vielleicht gleich lösen. Hier ist Echo Fresh und das ist sein Einspielfilm in alter Manier. Schon früh spittet der teite Kanake-Kartoffelmix Ekrambora, a.k.a. Eco Fresh, in die Mikes seiner Mönchengladbacher Hood, inspired by Tupac und P. Diddy. Nach anfänglichem Struggle about Ausbildungsplatz wird der Sohn einer deutschen Postbeamtin, eines verschwundenen türkischen Vaters und der Stadt Köln, angeblich von Cool Savage, beim Rappen in einem Schuhladen entdeckt. Der Schulabbrecher Digger landet mit König von Deutschland Digger seinen ersten Hit, Word. Es folgt eine heiße Kollabo-Phase mit Savage, miese Bitch-Moves und Beef mit Savage, dann Projekte mit Bushido und Beef mit Bushido, dann Versöhnung mit Bushido. Eco Fresh weiß, wie man Marihuana raucht, wie man gefüllte Paprika kocht, was Bodyslam und Suplex sind und wie Twitter funktioniert. Dynamite, die vielgedisste, größte Opferwurst Deutschlands, Eco Fresh, has inzwischen grown up und sich vom hatenden Hip-Hopper zum playenden C-Promi gemorpht. Seine Vinyl heißt Back to the Roots und ist out now. Eid. Eco Fresh. Yes. Also, ich muss gestehen,
wir würden dir ein bisschen Unrecht tun, wenn wir dich bloß als C-Promi bezeichnen würden, weil eigentlich bist du ja, also ich meine, du bist einer der letzten verbleibenden Hip-Hopper, der immer noch ein Album rausbringen kann, wofür er wahrscheinlich ein bisschen Geld bekommt und vor allen Dingen bist du... Und der auch dann damit im Fernsehen stattfindet. Ja, ich würde sagen, Kultur, warum sagen wir nicht einfach B-Promi? Einigen wir uns. Ja, ich würde sogar fast, ja komm, B-Promi, aber wer bin ich, dass ich das beurteilen kann? Herr Lanz, Sie sind doch eher für sowas zuständig. Kennen Sie Eko Fresh? Natürlich. Legendäre Auseinandersetzung mit Bushido. Ja, also erzählen Sie doch mal, Sie wissen mehr als ich, Herr Lanz. Naja, also ich habe das damals so flüchtig mitgekriegt. Da gab es doch auch so ein ganz subversives Video. Da wurde gegenseitig im Netz gedisst. Das heißt und so. Miet ich, unter Hip-Hopern. Nee, Beef. Wer ist denn hier besoffen? Miet Beef. Kannst du mir in den Öffner gehen, bitte? Das also heißt es gab da so eine Fleisch. Beef. Genau, es gab so eine legendäre Streitigkeit und ich war halt einer von denen, die gestritten haben. Ja. Aber ich finde das nicht angemessen, wenn das jetzt das Einzige ist, was man davon kennt. Weil ich habe einige Sachen gemacht und das ist jetzt nicht die Hauptsache, mit der ich mich die ganzen 10, 15 Jahre beschäftigt habe. Das stimmt. Es war jetzt ein Jahr von dieser ganzen Sache. Entschuldigung. Kein Problem, Herr Lanz. Ja, aber es ist doch, wenn die Leute das aber interessiert, finde ich, soll man trotzdem solche Fragen beantworten und nicht immer sagen, reduziert mich nicht darauf. Das ist wie der Arschfick-Song von Sido. Mhm. Das ist halt das, was alle interessiert. Und alle wollen wissen, ist der so böse wie in dem Lied? Und nein. Dann darf man doch nicht sagen, diese Fragen nerven mich. Darf ich da noch eine Frage stellen? Habe ich ja gar nicht gesagt. Ich meinte interessiert. Ich würde nämlich gerne wissen, wie viel man bekommt, wenn man beim perfekten Promi-Dinner mitmacht. Also kohlemäßig. Also aus reinem Eigeninteresse. Willst du das jetzt wirklich so wissen? Ja, wirklich. Wie viel Geld kriegt man, wenn man beim perfekten Promi-Dinner macht? Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Warum denn nicht? Weil das falls ein Vertrag die anderen ist. Sag's doch hier einfach. Sag's doch hier. Warte. Okay. Ja. 1000 oder 100? Und was hat er denn jetzt nach 100? Ja. Das kommt dann drauf an, wie wichtig du für die bist oder ob du die abkömmlich. Das ist aber ganz schön viel. Ja. Haben Sie schon mal mitgemacht? Nee, ich habe das erfolgreich vermieden. Ich weiß, was man bekommt beim Mieten, Kaufen, Wohnen, wenn man seine Wohnung zur Verfügung stellt. 4 Stunden, 250 Euro. Was? Ja, für Promi-Dinner dann, oder was? Ja, aber die wissen nicht, dass es meine Wohnung ist. Aber nee, ich nicht hab, als Promi, sondern nur, die haben die Wohnung gesehen, also so Bilder. Wie kommt man denn an sowas ran? Ich finde das wahnsinnig interessant. Und wir haben so viel Sommerpause gehabt, da hätten wir so viel Geld verdienen können. Ja. Würdest du deine Wohnung vermieten für sowas? Ja, sofort, total. Ich würde auch bei sowas mitspielen. Wenn in der Wohnung gedreht wird, das weiß ich von Freunden, die ihre Wohnung immer vermieten, dann machen die Filmteams immer alles kaputt. Die machen alles kaputt. Ich würde es auch nicht machen. Ja, aber das ist ein sehr einträgliches Geschäft, oder? War das beim Alten und so war das doch auch so? Ja, ich habe da brauchst du doch immer diese großen Wohnungen, wo Menschen... Merkst du das? So ja, ich wollte es gerade sagen. Ist ja Lanz echt. Diese Sachen, die was denn? Das ist das, was Jan und ich nicht können. Wir machen eine Talkshow. Ja, das, was du so geil kannst. Was denn? Diese Verbindungen, weißt du? Wir sind so behindert, jetzt ohne Scheiß. Hey, hey, hey. Das doch. Aber behindert sagt uns man nicht. Uns sagt die Redaktion, ihr müsst auch mal ein bisschen die Gäste verbinden. Guck mal, der Eko Fresh hat einen Hund und der Markus Lanz hat einen Hund. Also ich möchte mal... Ein bisschen überholen. So. Und du machst das einfach aus dem FF. Ja. Du sagst dann, wie ist das denn bei der Alte? Und so, um alle ins Gespräch zu bringen. Du bist halt voll der Checker. Aber jetzt, weil Herr Lanz schon wieder zu viel weiß, haben wir schon den Alten rein. Die Leute wissen doch gar nicht, wer Charles M. Huber ist. Also jetzt, aber gleich schon. Nach dieser Matz. Überleitung ist nicht schlecht. Karl-Heinz Huber ist ein Schwarzer. Doch die Mitgliedschaft in der Bayerischen Einheitspartei CSU sieht man dem Großneffen des ehemaligen senegalesischen Präsidenten Leopold Sédar Senghor zum Glück nicht so an, denn er ist schwarz. Unter seinem Künstlernamen Charles M. Huber war der ehemals sozialdemokratische Lederhosenliebhaber und nebenberufliche Integrationsberater Europas erster schwarzer Fernsehkommissar. Der Alte ist heute 56, hat seine Hauptrolle in Der Alte wegen einer rassistischen Bemerkung eines Kollegen an den Nagel gehängt und macht dafür anderweitig Karriere. Der Ex-Busenfreund von Babs Becker und Ehrenkommissar der Bayerischen Polizei geht seinen Erfolgsweg unbeirrt weiter. Als Nelson Mandela im Erfolgsmusical Nelson Mandela – Das Musical, als Jurymitglied bei der Wahl zur Miss Germany 2011 und als Gründer einer Agentur zur Beratung farbiger Fußballspieler. Dass M in Charles M. Huber steht, so gibt der überzeugte Katholik selbst zu Protokoll, übrigens für Mohammed.
ringfrei für Charity-Golfer, Boulevardlegende und Dalai Lama-Handschüttler Charles Heinz M. Huber in Klammern CSU. Ist es nicht schrecklich, dass man immer reduziert wird? Schlimm. Dass man als schwarzer Schauspieler immer darauf reduziert wird, dass man Mitglied in der CSU ist? Wortwitz, weil CSU ist ja, man sagt ja auch, die Konservativen seien die Schwarzen, deswegen habe ich mir gedacht, Das ist eben die Parallele, toll, diese Ambivalenz des Schwarzseins. Konstantin hat es verstanden. Vom genetischen und von der politischen Haltung. Das ist diametral entgegengesetzt. Noch ein Spitzenwortwitz, er sitzt ja auch rechts von dir. Aber das ist eher was fürs Hauptprogramm. Aber Sie sind ja gar nicht auf dem neuesten Stand. Ich bin ja mittlerweile bei der CDU. Oh, warum? Ja. Weil Sie keine Aufstiegsmöglichkeiten haben in der CSU? Weil das Bayern, werde ich so nicht sagen. Weil Schwarze in Bayern verboten sind. Die haben eine hammerharte Frauenquote. Nein, aber die haben eine ganz harte Frauenquote. Wirklich? Die CSU, ja. Deswegen hat die CDU mich genommen wegen der Frauenquote. Deswegen sind Sie da raus. Ist das nicht sehr unfair, wenn man seine Popularität als Schauspieler dafür nutzt, politisch aktiv zu werden? Sie starten ja quasi auf einem ganz anderen Level, wenn Sie in die Politik gehen als so ein normaler Berufspolitiker. Wir müssen nicht durchkämpfen durch irgendwelche Abstimmungen auf kommunaler Ebene, sondern das heißt immer, das ist der Alte, der Charles im Humor aus dem ZDF. Ja, aber der kommt dann direkt in den Vorsitz unserer Partei hier im Ort. Wie die Erwartungshaltung ist bei einem Schauspieler, der in die Politik wechselt. Schwarzenegger. Da ist die Erwartungshaltung hoch, weil das heißt ja dann, das ist ein Schauspieler. Und ein Schauspieler wird ja in der heutigen Zeit ein bisschen zum Teil, sie nicht, aber die Leute, die im Container waren, das wird ja schon ein bisschen inflationärer gehandelt, als das bei uns war, wie wir die Schauspieler, Herr Lauterbach, Otti Fischer und so, wir alle noch Theater gespielt haben. Ich bin schon komplett raus. Er hat das aber tierisch. Mit mehr Respekt. Aber er hat es tierisch drauf. Antworten ein bisschen kürzer sein, weil ich kann mich so lange nicht konzentrieren. Ohne Scheiß. Das ist schön, dass normalerweise... Ein bisschen kompakter sprechen, vielleicht auch lauter. Aber das ist ja das Problem, dass Sie als Schauspieler gerne oft lang über sich sprechen und es als Politiker auf den Punkt bringen müssen. Aber ich freue mich, dass ich hier bin und Sie mir das ein bisschen lernen können schon im Vorfeld. Sind Sie denn erfolgreich? Sind Sie denn erfolgreich als Politiker? Würden Sie das sagen, dass Sie als Politiker ähnlich erfolgreich sind wie als Schauspieler? Und wenn Sie das sagen, ist das dann gut oder schlecht? Das werden Sie bei der nächsten Bundestagswahl erfahren. Wie ist Ihr Wahlkreis? Bundestag sitzt in Darmstadt. Ich habe nicht mitgekriegt, ehrlich gesagt, dass Sie hier als Politiker unterwegs sind. Deswegen noch nicht, glaube ich. Aber für die CDU. Aber welcher Wahlkreis? Oder kommen Sie über eine Landesliste rein? Ich grüße Darmstadt und Dieburg und meine zukünftigen Wähler. Nee, falsch. Darmstadt und Darmstadt-Dieburg. Das ist auch noch meine Heimat und ich habe Sie das Recht. Zunächst mal möchten Sie Ihren Wählerinnen und Wählern danken. Noch nicht. Sie haben mich noch nicht gewählt. Oh, auch falsch! Aber noch nicht gewählt. Also ich bin falsch. Als Kandidat gewählt und deswegen buhle ich ja so leidenschaftlich meine zukünftigen Wähler. Müssen Sie dann auch so Bleistifte verteilen in der Fußgängerzone und so? Das mache ich am 8. September in Darmstadt im Zentrum an meinem Informationsstand. Also in sechs Tagen, beziehungsweise in 7 Tagen. In 7 Tagen bin ich in Darmstadt, in meiner neuen Heimat. Also Sie haben gar keinen Bezug zu Darmstadt. Was haben Sie für Wahlgeschenke? Das würde ich so nicht sagen. Ja, Wahlgeschenk bin erstmal ich im Vorfeld, also um mich vorzustellen. Cool. Man kann Autogramm. Und Wahlgeschenke hernach gibt es mit einer guten Politik. Das heißt, man kann sie buchen. Ja, erst bucht mich mal der Bundestag. Ja, ich muss ja ein. Ja, aber jetzt mal, Herr Huber, ist das jetzt irgendwie eine Kampagne, um schauspielerisch aktiver zu werden? Oder ist das was, wo Sie wirklich glauben, dass Sie da in den Bundestag. Also ganz im Ernst, kommen Sie wirklich in den Bundestag? Ist das realistisch? Ja, sonst. Hören Sie mal zu. Wir reden mal unter uns. Sie kennen mich ja, Sie müssen mich ja ein bisschen kennen, weil Sie haben mich ja eingeladen. Ich setze doch auf Sieg. Ist doch klar. Ich bin nicht Bushido, der sagt, ich mache mal kurz einen Lärm. Beim Roulette, er setzt auf Schwarz. Ich setze auf Sieg. Herr Lanz, echt jetzt? Entschuldigung. Also. Boah, was denn? Das ist unsere Sendung. Wir können nicht mehr. Wir können Sie nämlich hier zur Ordnung rufen. Keine Wortwitze, Herr Lanz. Entschuldigung. Herr Lanz, haben Sie eigentlich gedacht, dass wir Sie heute fertig machen wollen? Ich bin sehr davon ausgegangen. Aber Sie sind vorbereitet darauf und haben gedacht, dass wir Sie fertig machen wollen. Charlotte, erzähl du doch mal unser heimliches Liebesverhältnis. Aber ich finde das super, dass er Politiker wird. Wir reden wirklich in jeder Redaktionssitzung immer darüber, wie wir die Sendung so hinkriegen, dass die so wird wie bei dir, deine Sendung. So, und wann wird's jetzt gemein? Gar nicht. Du denkst die ganze Zeit, wir wollen dich verarschen. Ich kenne ihn doch. Aber dann wäre es ja gar nicht mehr eure Sendung.
Also ja, das ist uns egal. Wir sind beide so Fan von der Sendung. Ja. Lanz, wirklich. Ja. Okay. Ja. Und er denkt, guck mal, du denkst, du bist immer in Lauerstellung. Okay, nimm noch mal das Kompliment an, verdammte Hacke. Ja, also endlich mal einmal annehmen. Ja. Ein Applaus für Markus Lanz. So, Markus Lanz. Hat er schon mal ein Hemd von mir? Also ganz im Ernst, pass auf. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ich kann dich nicht so richtig einschätzen. Ich weiß nicht ganz genau, ob du, also du bist jetzt anders als Kerner. Also Kerner, würde ich sagen, lügt beim Beten. Nein. Also, warum? Nee. Warum? Aber ich habe das Gefühl, dass es irgendwas anderes ist, Markus Lanz. Irgendwas anderes, irgendwas ist anders. Ich kann aber nicht genau erklären, was es ist. Vielleicht kann es der Einspielfilm, der nun kommt, erklären, was anders ist an Markus Lanz. Außer seine Fähigkeit, noch bessere Überleitungen zu machen als Charlotte und ich. Mir ist Markus Lanz zum allerersten Mal 1995 aufgefallen. Unter dem originellen Pseudonym Le Camembert Radioaktiv veröffentlichte der damals 26-jährige angehende Mega-Moderator Lanz aus Protest gegen die französischen Atomtests auf Mururoa den Song Fuck Chirac. Noch immer in meiner iPod-Wiedergabeliste. Dieses Meisterwerk. Nur wenige Jahre später wandelte sich der musikalische Politaktivist Südtiroler Herkunft zum prominentesten Nachfolger im deutschsprachigen Fernsehen. Er folgte Barbara Eligmann als Moderator von Explosiv nach, beerbte Kerner bei Kerner und jetzt auch noch Thronerbe von Gottschalk bei Wetten, dass. Laien und Stefan Niggemeier unterstellen dem schönen Norditaliener eindimensionales Schwiegermutterbeglücken. Doch wir sind uns der vermeintlichen Einfältigkeit des potenziellen Fernsehauf- oder Absteigers dieses Jahres nicht so sicher. Denn der ML meidet vorbildlich den Boulevard, hat geheime Spleens und Ticks und merkwürdige Hobbys. Entweder ist er ein Meister der Berechnung oder seine Edginess ist doch real. Hochspannend. Sagen wir es mal frei nach Markus Lanz. Einen wunderschönen guten Abend. Freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Bitte erklär mal ganz in echt, was in deinem Kopf vorgeht, wenn wir dich in deiner Sendung praktisch nötigen, in unsere Sendung zu kommen. Warum bist du hier? Wir verstehen das nicht. Also ist gleich um die Ecke erstens. Also ich wohne hier ganz in der Nähe. Okay. Und du bist auch alleine gekommen übrigens, weil viele bringen ja Begleiter mit und so. Du bist so, einfach so ja, ich alleine. Ich bin ja über 18 und dann komme ich immer alleine. Ja. Und ich habe ehrlich gesagt mich sehr gefreut auf die Sendung, weil ich dieses Subversive, das ihr hier so verströmt, ich mag das. Und ich mag es auch mit dir über Sex zu reden. Das gefällt mir. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wenn Entschuldigung, kannst du das bitte nochmal wiederholen? Ich mag es mit dir über Sex. Kann man ruhig sagen. Nicht verboten. Ja. Ich weiß aber nicht, ob das gut ist oder schlecht, wenn Markus Lanz einen subversiv nennt. Ob man dann noch subversiv ist ob wir jetzt einfach ja, das komplett... Ja, das ist mega. Du weißt, bist ja schon der Macht. Sie sind sich schon der Macht bewusst, die Sie mit Ihrer Wortwahl haben. Also wenn Sie uns jetzt subversiv nennen, kann das im Grunde genommen heißen... Es ist eigentlich vorbei. Es ist eigentlich vorbei. Ja. Im Grunde genommen sind wir jetzt eigentlich voller Marsch. Ja. Ihr seid raus. Dieser Vorstellungssatz am Anfang, über den Stefan Niggemeier sich letztens so furchtbar lustig gemacht hat, dass Sie immer den gleichen Satz sagen. Ist das eigentlich, ist das jetzt ein spleenende Masche oder ist Ihnen das bis dahin gar nicht aufgefallen? Ganz ehrlich, ich denke da nicht groß drüber nach. Aber wollen wir jetzt ernsthaft darüber reden? Ja, ich denke da nicht wirklich drüber nach. Es ist einfach Zufall, dass Sie immer exakt das Gleiche sagen. Sendung nach Sendung. Ist das wirklich so? Ja, es ist immer das Gleiche. Jetzt müssen Sie doch nicht sagen. Aber das ist doch jetzt auch nichts Aufregendes. Was soll ich denn sonst sagen? Naja, also vielleicht mal Variation. Oder Hallo oder... Ja. Oder hier in Hamburg auch gern genommen. Grüß dich. Grüß dich, hallo. Ja, hallo. Grüß dich. Das ist Olli Geißel. Grüß dich, hallo. Grüß dich. Ach, Lungenkrebs. Ach ja, schade, naja. Ja. Ja. Grüß dich. Jetzt, Herr Lanz, steht Ihnen die größte Aufgabe im deutschen Fernsehen, im europäischen Fernsehen? Oh mein Gott, ja. Am 6. Oktober ist die erste Ausgabe von Wetten, dass nach Thomas Gottschalk. Es kann entweder richtig gut laufen dieses Jahr oder halt richtig scheiße. Ne? Stichwort Wolfgang Lippert. Das ist richtig, ja. Dann ist die Frage, wie großräumig umfährt man den Baumarkt? Ich habe noch gar keine Frage gestellt. Ich wollte mal gucken, wie Sie auf diesen Anfixer reagieren. Und ich merke, da ist eine gewisse Nervosität vor. Nervös, Markus Lanz? Also ich würde jetzt
Ich habe mir eigentlich vorgenommen, wenn ich heute zu euch gehe in diese total subversive Sendung. Oh, bitte! Bin jetzt einfach, ich komm's gleich. Ich bin maximal ehrlich. Ja. Also ich bin natürlich nervös, aber ich freue mich auch drauf, ehrlich gesagt. Ich glaube, dieser 6. Oktober 20.15 Uhr wird wahrscheinlich die schönste Fernsehminute meines Lebens und danach geht es nur noch bergab. Bin mir dieser Tatsache... Danach geht es nur noch bergab, aber das ist auch wurscht. Wie viel können Sie denn da mitreden? Also ist das so eine Sendung, wo das ZDF komplett alles unter Kontrolle hat und sagt, Lanz, es muss Christe Berg rein, Lady in Red, genau. Die Leute lieben Lady in Red. Die absolut. Und auf jeden Fall 5 Ostdeutsche, die irgendwie Eier auf LKWs stapeln und dann irgendwie... Ja, dazu Iris Berben, Til Schweiger und ein Auftritt bei Wie viel kann ein Markus Lanz da mitreden? Hochspannende Frage. Ja, genau. Ein Markus Lanz versucht da gelegentlich auch mal ein bisschen mitzureden. Nein, wir versuchen eigentlich das zu machen, was wir in unserer Sendung sonst auch machen. Was uns ja große Freude macht, ist, Menschen zusammenzubringen, die auf den ersten Blick gar nicht zusammenpassen. So wie wir heute Abend hier. Naja, also wir schwitzen alle zum Beispiel. Das ist eine große Gemeinsamkeit. Nervosität. Und, da gibt es übrigens ein Mittel gegen dieses Schwitzen. Was, Charlotte? Ja. Ja, das Ding ist, der Konstantin hat nämlich gerade, als der Einspieler von dir lief, gesagt, ja, ich würde auch gerne meine Jacke ausziehen, aber ich habe ein Hemd an, worin man die Schweißflecken sieht. Also ich fühle mich sehr schlecht repräsentiert in dieser Sendung. Das kann ich nachvollziehen. Ich muss sagen, ich hoffe auch, dass sich so ein bisschen so ein Schwitzhütteneffekt einstellt bei mir. Ich trinke hier, ich habe auch nachgeschenkt. Vielleicht halluziniere ich noch ein bisschen, aber wer weiß. Es ist auch total unfair. Also, ich finde, es ist total indiskret und es ist unfair, Männer darauf aufmerksam zu machen, dass sie unter ihren Achseln schwitzen, wenn sie ein blaues Hemd anhaben. Das ist wirklich nicht fair, weil es bei dir nicht passieren kann. Ich bin halt nicht so ein Medienprofi. Der hat doch nur mir das gesagt, was er nicht hätte tun dürfen, weil ich es sondern er hat es mir nur gesagt. Nee, ist mir egal, ich sauf hier, ich stecke nachher noch im Lanzen CD bei. Ich finde, dass wir das musikalische Wirken seins und auch seins zu wenig gewürdigt haben. Ich habe noch nicht mal einen Vornamen. Wir sind ja noch gar nicht. Ich muss mal sagen. Ja. Und zwar, der konnte nicht recherchiert werden. Aber es gibt eine Regel bei uns. Es darf niemand mehr Buchstaben im Namen haben als ich, weil ich habe den längsten Namen von uns. Ja, aber guck mal, aber alle. Ja, aber Markus Lanz passt genau drauf. Aber K. Konstantin Gropper wäre zu lang fürs Schild gewesen. Da hätten wir hinten ein ER abschneiden müssen. Und Konstantin Gropp ist halt auch nicht viel cooler. Deswegen aber lieber K. Gropper. Ja, trotzdem, wir sind hier der Obersticht unter. Du kannst auch ein anderes Schild haben, wenn du willst. Vielleicht Markus Lanz oder sowas. Das wäre total. Stichwort. Ich wollte immer Musiker werden. Ja. Ich bewundere den total. Ich finde das super. Aber das wäre nichts für Wetten, das zu wahrscheinlich. Ja, ich hatte ja gehofft, ich sitze am Kopf der Tafel. Ich habe immer noch Rap-Lines von Falco seinerzeit im Kopf. Rap-Lines? Ja, nennt man das so? Ja. 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 Und ich habe früher mal so Falco parodiert, wenn ich nicht ganz gut drauf war. Können Sie das mal anstimmen? Das kann ich. Das ging so. Warte mal. Kommissar weiß ich noch. Eine Zeile. 2, 3, 4, 1, 2, 3, na, es ist nichts dabei, und da wollen die euch erzählen, die Geschichte. Nichtsdestotrotz, ich bin es schon gewohnt, im TV-Funk, da läuft es nicht. Aha, sie war jung, sie war so rein und weiß, und jede Nacht hat ihren Preis. Ich sag, komm, let's swing together, rap into the beat, ich verstehe, sie ist heiß. Erst die Moderatoren ausgestochen, jetzt die Musikgäste. Ja, es ist also der Lanz kann einfach super. Alles. Ich hätte auch mal die Gitarre mitbringen müssen, so David Garrett-mäßig. War okay? War okay. Ja, danke. Muss man zugeben. Doch. Darf ich jetzt mal eine Zeile von dir hören? Wieso? Jetzt von mir? Doch, komm jetzt, wieso jetzt Welches von mir? Welches Lied denn? Welches Lied? Von deinem neuen Album. Act to the Roots. Von deinem neuen Album Act to the Roots gibt es jetzt den Song, den es auch als Single gibt. Ja. Ich bringe dir jetzt das Tanzen bei und rauche da auch noch Pflanzen bei. Sowas. Das war Bo. Das war natürlich sicher, Digga. Sicher. Ich weiß nicht, ich glaube, du hast jetzt Hip-Hop kaputt gemacht, Eco Fresh kaputt gemacht, uns kaputt gemacht. Ist ja gut jetzt. Ich würde jetzt gerne, aus Rache dir die große Überraschung von Wenn das kaputt machen. Oder Ihnen, Herr Lanz. Können Sie nicht schon was verraten hier bei uns? Irgendwas, was wird passieren in der ersten Sendung? Musikgäste. Ja, Musikgäste. Get Well Soon. Mit dem London Symphonikern oder wird denn überhaupt was anders? Ja, wird was anders. Jetzt du wieder? Ja, nee, jetzt an Sie. Sie. Sie, jetzt du. Sie. Was passiert in der ersten Sendung von Wetten, dass? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Warum, das ist nur noch einen Monat hin. Ach so, wann senden wir jetzt offiziell? Heute ist der 1. September im Internet und der 2. September, es ist 20 Uhr.
Guck nochmal. Ungefähr 21 Uhr im Internet und im Fernsehen ist es jetzt ungefähr 22.40 Uhr, ungefähr roundabout. Aber jetzt haben Sie schon wieder abgelenkt. Der will nicht antworten, ne? Ja. Nein. Also wir können es auch ganz einfach machen. Wir brauchen was für die Presse, irgendwas, was wir leaken können hier schon in unserer Sendung, damit die Leute einschalten, damit wir gute Presse bekommen. Ich wollte mich ganz billig ausnutzen. Ihr wollt einfach hier eine Schlagzeile generieren. Jan hat hinter der Bühne gesagt, wir müssen das schaffen, dass der sich verplappert. Dann habe ich gesagt, als ob der sich verplappert. Du spinnst doch. Der kann nicht passieren, weil ich weiß es ehrlich gesagt selber noch so gar nicht genau. Also das ist alles noch so ein bisschen im Fluss. Also sie haben es von dir selber geheim gehalten, damit du dich wirklich nicht verplappert. Oder so, damit ich mich freue. Weil ihm ist ja nicht zu trauen. Ne? Ja. Muss man sich bei Wetten, dass wirklich so wenig vorbereiten, Markus Lanz? Bei einer so großen Sendung, dass man da nicht mal einen Monat vorher mal fragen kann, was eigentlich stattfinden wird, welcher Musikgast kommt. Wir wussten seit Mai, dass Jessica Schwarz hier sitzt, dass Konstantin Gropper hier sitzt. Ja, das war eine Diskussion. Nee, das hing noch an einem seidenen Faden. Ich wusste das. Tief in mir drin wusste ich, dass du kommst heute. Aber Charlotte hat... ich wusste, dass Charlotte da letztlich mit Ibuprofen und Alkohol dazu überstimmt werden kann. So. Dass sie nicht hier rein ist. Wahrscheinlich saß du in dem BMW. Ja, genau. Nee, jetzt mal, Herr Lanz. Also irgendwie so ein kleines... Kann ja auch gelogen sein, ist ja egal, auch wenn es dann nachher nicht stimmt. Aber irgendeine kleine Info, wo wir dann sagen können, wir uns einen drauf runterholen können, dass du dich bei uns verplappert hast. Lanzi-Leaks. Aber während der Sendung wenigstens. Ja. Während der Sendung rutschte mir plötzlich raus. Dass Thomas Gottschalk die Assistentin ist. Aha, sehr gut. Ja. Oder dass Wolfgang Petri ein Comeback hat. Als Frau. Was denn? Aber das ist doch schon mal sehr verwertbar, finde ich. Das nehmen wir. Du hast nichts gesagt. Veräppel uns nicht. Ihr bleibt echt dran, ne? Ja, wir sind total hartnäckig. Wir sind Terrier. Also ganz kurz mal im Visier. Ich war letztens bei Ihnen in der Sendung zur Promo dieser Sendung, bei Ihnen in der Sendung. Also Cross-Promo machen wir. Warum überhaupt war Jan alleine da? Weil du im Urlaub warst. Weil du im Robinson-Club warst, Golf spielen. Okay. Ich war Sie lachen jetzt. Aber Charlotte hat nicht Golf gespielt. Kann man das jetzt mal sagen, Charlotte? Du bist wehrlos genug durch Alkohol und Ibuprofen. Sag. Charlotte Roos spielt seit neuestem Golf. Handicap. Wow. Und zwar im Robinson-Club. Das ist mal wirklich subversiv, finde ich. Und sie hat keine Ahnung von Indie-Musik. Es ist absolut, also heute gehen Karrieren zu Bruch. Ich weiß, dass Sie spielen ja auch Golf, ne? Das war die eine Info, die mich total interessiert hat. Das ist das Einzige, auf was ich in dezidiert antworten kann in dieser Tour. Aber ich habe dieses Behindertenhandicap, das Schlimmste, was man haben kann als Anfänger. 54 habe ich. Keine Arme hat man, glaube ich. Das schlimmste Handicap ist beim Golf, keine Arme zu haben. Schön. Was haben Sie denn für ein Handicap? 16. Angeber. Aber ich hatte ja auch mal 54. Ja. Und wie lange hat das gedauert, von 54 auf? Das hat gar nicht mal so lange gedauert, aber ich habe mich dann wieder hochgespielt, weil das ist ein Sport, den man mit Ehrgeiz auch vernichten kann. Was soll das heißen? Nee, Sie müssen eine lockere Einstellung haben. Ja, das ist das, was ich nämlich nicht bin auf dem Golfplatz, locker. Wenn der Ehrgeiz zu stark ist. Fliegen die Schläger. Allein schon die Klamotten, weißt du, läufst so rum wie so ein totaler Spießerbonze. Ja, und alle so, schuld. Hallo, und alle schuld. In diesen Karo-Mustern noch. Du fährst. Nein, ich gehe zu Fuß mit der Tasche auf dem Rücken und habe alles in klein karierte Klamotten und man muss ein Polo tragen, ohne Scheiß. Und dann wird man angesprochen, sind Sie nicht die berühmte Sexautorin? Aber das kann doch nicht sein, Sie sehen der doch nur ähnlich. Mir geht's ums Einlochen. Wo spielst du denn Golf? So war ich noch nie angezogen, schon gar nicht im Robinson. Also da, wo ich spiele, gibt es eine Kleiderordnung und St. da halte Andrews. Ich mich auch dran. In St. Andrews? Nein. Wie uncharmant von uns, die einzige Dame am Tisch, die nicht die Sendung moderiert, so lange nicht zu Wort kommen zu lassen, so lange nicht vorzustellen. Das wäre Markus Lanz nie passiert und deswegen ist er völlig zu Recht der Nachfolger von Thomas Gottschalk bei Wetten, dass am 6. Oktober im zweiten deutschen Fernsehen. Und wir machen jetzt das, was auf diesem Zettel steht, nämlich Jessica. Ich verstehe Jessica Schwarz nicht. Also echt mal. Jessica Schwarz, das 1977 geborene Kind globetrotternder Eltern, ist entweder wahnsinnig oder Kuckuck-Banana.
Früh begann alles. Als Kind ist die aus Michelstadt im Odenwald stammende Jessica Leistungsschwimmerin und Ballerina. Sie reitet und macht rhythmische Sportgymnastik. Raucht aber mit 9 die erste Zigarette, wird Bravo Girl, zieht mit 16 allein nach München, Ritzen, Borderlinen, Model, Koks, Ecstasy, New York, London, Paris, Botschafterin des Bieres, Viva-Moderatorin, nachts nackt auf dem Hotelflur, verliert gelegentlich die Fassung und schreit dann. Autodidaktische Schauspielerin, Grimme-Preisträgerin, Speiseeisdesignerin. Seit 5 Jahren betreibt sie mit ihrer Schwester Sandra ein Designhotel in ihrer Heimat. Zimmerpreise von 97,50 bis 160 Euro. WLAN ist kostenlos mit dabei. Jessica Schwarz. Schauspielerin, Modelfrau, Hotelbesitzerin, Mensch, sagt: Kinder ja, Hochzeit nein. Ich verstehe Jessica Schwarz nicht. Wer sind Sie, Jessica? Und wenn ja, wie viele? Und wo ist eigentlich Richard David Precht, wenn man ihn einmal wirklich braucht? Du hast gerade gesagt, als der Einspieler lief, bei dem sitze ich dann in der Sendung. Nee, der Precht ist tatsächlich bei der NDR Talkshow, wo ich am Freitag... Ah, ihr sitzt da zusammen. Man macht ja einen Film und dann muss man jetzt singeln. So. Meinst du jetzt gestern den Freitag? Ach so, natürlich. Ja. Gestern. Ach, das war mal ein Auftritt, die Nummer 4. Hast du das denn dem dann ausgerichtet, was wir dir gesagt haben, dass der ein alter Sackgesicht ist, dass der uns die Studio-Deko klaut? Ja, das sage ich ihm. Auf jeden Fall. Hast du ihm gesagt? Was hat er daraufhin zu dir gesagt? Dass er ein großes Sackgesicht ist. Und das solltest du uns ausrichten. Genau, und dass er das alles vielleicht wieder zurücknehmen. Du, Jessica Schwarz, wie kriegst du das eigentlich hin, alle diese ganzen Sachen, die gerade in dieser Einspielmatz aufgezählt wurden, organisiert zu bekommen? Du hast ein Hotel oder bist da zumindest mit dabei, du bist Schauspielerin, du fährst rum, du machst Castings, das ist doch, also ist das nicht ein wahnsinnig, also geht das überhaupt, dass du nicht rauchst? Das ist fies, ne? Ich habe dadurch mehr Zeit gewonnen. Weil Rauchen ist ja, das nimmt ja Zeit. Und jetzt habe ich noch mehr Zeit. Ich schlafe weniger, ich stehe früher auf, ich kriege das alles viel besser organisiert. Du schläfst weniger dadurch, dass du aufgehört hast mit Rauchen? Ja, man braucht tatsächlich weniger Schlaf. Weil was? Weil du weniger vergiftet bist, oder? Ich weiß es nicht, aber es ist so, haben viele erzählt und ist tatsächlich. Oder bist du nachts immer zum Rauchen aufgestanden? Nee. Ist nicht. Obwohl, gab es auch schon mal. Wirklich? Ja, ehrlich. Ja. Dass du dir einen Wecker gestellt hast? Nee, das nicht. Aber so aufgewacht und gedacht, ich glaube, das Einzige, womit ich jetzt wieder schlafen kann, ist, wenn ich eine geraucht habe. So, das ist übrigens, Eko, du hast gesagt, du bist Raucher, aber du traust dich nicht zu rauchen, ne? Hier, ja, merkst du das? Guck mal, das ist jetzt das, was wir machen sollen. Ja. Dieses andere ins Gespräch einbinden. Ja, ich möchte nicht der Einzige sein. Ich möchte aber du kannst doch rauchen. Das ich kann doch gar super. Nicht rauchen, aber ich paffe eine mit. Aber Markus Lanz würde mitpaffen. Nein. Dann rauche ich doch einfach, weil Markus auch findet, dass ich bin auch der Einzige, der richtig säuft hier. Was? Wir durchspülen deine Jacke. Okay. Guck mal, hier sind Zigaretten. Das sind die guten Marlboros, obwohl Lucky Strike draufsteht. Wie ist denn jetzt die rechtliche Lage? Wir dürfen rauchen, wenn keiner stirbt daran. Das ist erlaubt. Dann dürfen wir, glaube ich, rauchen. Also wenn ich gewusst hätte, dass ich hier in eine Lasterhöhle eingeladen werde, hätte ich mir das überlegt. Wären Sie nackt gekommen. Rauchen, trinken, Sex. Rauchen Sie? Nein, ich habe geraucht, aber ich rauche habe nicht getrunken, mehr. Ich habe aber alles nicht mehr. Ja. Gerne rauchst du? Nee, ich rauche nicht. Auf alle ich auch nicht. Wir sind, das ist ja der Witz, wir sind beide totale Nichtraucher und werden jetzt, wurden gerade verklagt von dieser Pro-Rauchfrei-Initiative, obwohl wir gar nicht... Wir sind von mir werden Sie auch verklagt. Warum ist die CDU denn gegen ein bisschen Gemütlichkeit? Also machen Sie es doch mit Ihrer Kernzielgruppe. Sie wissen, dass die CSU ja das Rauchverbot eingeführt hat in München. Aber ich bin ja nicht mehr bei der CSU, aber ich bin schon ein bisschen liberaler. Herr Huber, welche Partei soll in Bayern denn sonst irgendwas einführen? Es gibt ja nur eine. Das wird auch hoffentlich so bleiben. Also ich wünsche es. Ja, hoffentlich. Hoffentlich gibt es in Bayern nur eine Partei. Ich dachte, Sie wollten auch eine mitpaffen. Ja, ich sehe das gerade hier. Ich fotografiere so gerne. Das sieht doch Hammer aus. Guck mal, im Gegenlicht hier so. Nur darum geht's. Musst auch gar nicht ziehen. Einfach nur hoch. Hast du dein Fotoapparat mit hier? Nee, leider nicht. Hätte ich gerne. Du hast gedacht, das sind sowieso nur hässliche Leute. Das wäre noch ein bisschen cooler, dass Sie das machen würden, Herr Lanz, die Leute, wenn das keiner wissen würde. Ich habe das Gefühl, das ist so, das ist ein schöner Spleen, das finde ich auch sehr sympathisch, dass Sie Ihre Gäste fotografieren, auch wenn das ganz unbekannte Gäste sind. Aber es wäre doch viel besser, wenn das keiner wissen würde. Wenn Sie sowas hätten... du meinst, wenn das nicht veröffentlicht wird? Wenn das nicht öffentlich ausgeschlossen wird. Das tue ich doch gar nicht. Ja, aber jetzt, Sie reden ja da jetzt drüber. Nein. Doch, Sie haben es gerade erwähnt.
Moment. Nein, ich habe gesagt, ich fotografiere gerne. Zum Thema Rauchen in Bayern wollte ich mal was sagen. Endlich mal. Aber nicht mehr an mich adressieren. Warum das denn mittlerweile nicht? Sie haben mich nur auf die Idee gebracht. Also bei den Hip-Hopern ist das so, wenn wir nach Bayern fahren, in die CSU-regierten Länder, dann heißt das Weed aus dem Fenster. Weil wenn man da erwischt wird, kriegt man natürlich sehr hohe Strafen. Und das ist noch aus der Zeit, die... was ich weiß, als ich noch geraucht habe, also als ich noch Haschisch, andere Marihuana. Und da war quasi die CSU und Bayern unser größter Feind, weil wir mussten dann nüchtern im Auto fahren und das ist ja die größte Quälerei. Nüchtern, auch der Fahrer musste nüchtern sein? Genau. Aber da waren sie nie in Niederbayern, wo ich herkomme, weil da schert sich keiner was ums Rauchverbot und da fährt keiner nüchtern Auto. Ich habe auch meinen Lappen in Bayern verloren. Aha. Siehst du? Na, warum? Siehst du. Wegen was? Alkohol. Und ich habe nicht viel getrunken. Also man sagt, es war 0,9. Darauf wollte ich unbedingt irgendwie, dass das blutmäßig kontrolliert wird, weil ich wirklich nur ein Glas Weißwein getrunken hatte und dann kam aber 1,1. Aber wie groß war das Glas? Ja. 0,2. Bei Rotwein ist das so oft so. Es war so eine Karaffe. Genau, so eine Karaffe. Magnum Weißweinflasche. Nein, ein Glas, 0,2. Nee, aber besoffen Autofahren ist doch daneben. Ja, das macht man nicht. Doch einfach brutal. Ja. Also das macht man zumindest nicht, wenn man mal Wetten, das moderieren möchte. Herr Lanz, nee, man macht Sie das sind auch so sonst. Nee, auf jetzt. Aber Sie sind so wahnsinnig. Ist das politisch korrekt? Ist das genetisch bedingt oder ist das gelernt? Das ist doch, ich finde das nicht politisch korrekt. Lass dich nicht von dem provozieren, der ist genau deiner Meinung. Findest und der du, sagt ich bin das nur, damit korrekt? Jetzt. Bin ja, total. Was politisch korrekt? Ja, also sozusagen in der Öffentlichkeit, natürlich. So wie wenn jetzt zum Beispiel jemand Quatsch macht. Ich hab oft Ärger, du bist weil doch ich nicht ernsthaft dafür, bin. Dass Leute berauscht Auto fahren. Nein, nein, absolut nicht. Ich habe ja gesagt, das du, ist ein du Teil hast unserer Vergangenheit. Verwandte, die bei Autounfällen gestorben sind. Auf jeden Fall, ja. So. Und der macht nur Witze und das ist cool. Und dann kann man auch Leute cool sein lassen, weil man weiß ganz genau, dass er es nicht so meint. Da muss man nicht immer nur, weil junge Leute zugucken, sagen, Achtung, Vorsicht, bitte nicht berauscht fahren. Das ist politisch auf. Korrekt. Doch, da, doch, dann bist du politisch korrekt. Wir haben doch den Witz vom Herrn Lanz nicht verstanden. Nein, er war auch gar kein Witz. Den Witz nicht nee. Verstanden, er war über 10 Ecken. Ich bin ja auch dagegen, aber man kann auch Leute schon, Scheiße labern lassen. Die wollen einfach ihre die Kanten Zuschauer wissen. Am Bildschirm also, entscheiden lassen. Wir sind dafür, dass wir dagegen recht. Sind. So. Wo sind Ihre Ecken? Liebe Kinder, ich werde ins Hotel geschattelt. Du bist ins... Ach so. Aber du bist auch der Einzige, der sich... Liebe Kinder, ihr werdet alles im Hotel. Der sich ordentlich einen gibt, ne? Entschuldigung. Es gucken gar keine Kinder zu. Ich weiß. Weil jetzt mal wirklich, du weißt doch, dass niemand das als Aufruf, besoffen zu fahren, schon, begreift. Du machst das jetzt viel größer, als es eigentlich ist. Ja, aber es ist diese Lanzart, Herr Lanz, die Ihnen öfter vorgeworfen wird. Ich meine, Sie können nicht anders als die Lanzart durchzuziehen. Los, nee, aber so Stefan Niggemeier, dieser Scharfmacher aus Berlin, dieser knallharte, verbissene, fiese Medienjournalist, trifft er Sie nicht manchmal im Innersten, wenn er Sie so kritisiert, der Mann ist so Schwiegermutters Liebling und das ist alles immer so seicht. Und dann lädt er immer Leute ein, die er fertig machen könnte, macht es aber nicht, aber Leute, die eigentlich die man nett finden sollte, macht er fertig. Trifft sie das? Überlegen Sie, also trifft sie das? Punkt. Fragezeichen. Also, ich verstehe nicht, wie Markus Lanz ist. Lass einfach. Ihn doch einmal antworten, du hast aber doch gerade eine Frage gestellt. Ach so, ja. Also, es trifft einen tatsächlich, wenn du dich ungerecht behandelt fühlst. Ja. Ich finde nämlich nicht, dass wir Leute einladen, um dann Haichi Bumbaichi mit denen zu sprechen. Gerade, es gibt viele Politiker zum Beispiel, die sagen, ist eine gefährliche Sendung, da sollte man aufpassen, wenn man da hingeht, weil wir genau diese Floskelantworten zum Beispiel nicht gerne hören und dann auch nicht zulassen. Sie waren ja selber dabei neulich, als ja, wir mit David McAllister zum Beispiel gesprochen haben. Und da muss ich mal sagen, da haben sie den wirklich so auf so eine Art fertig gemacht. Dass warum sind die fertig gemacht? Ja, weil sie den überhaupt nicht haben zu Wort kommen lassen. Der tat mir wirklich am Ende leid. Nein, dieser kleine Minister, der ist ja bloß Ministerpräsident von Niedersachsen. Das dürfen Sie nicht haben vergessen. Ihn zur Schnecke gemacht, weil Sie Niedersachsen doof finden, weil Sie aus Bremen nein, kommen. Ich habe nie gesagt, dass ich Niedersachsen doof finde. Sie haben gesagt, das ist ein Land mit zwei Löchern drin, nämlich Bremen und Bremerhaven. Ja, und ich habe gesagt, dass ich die Niedersachsen hasse. Ich habe nicht gesagt, dass ich Niedersachsen doof okay, finde. Entschuldigung. Ziehe doof finde. Da sind Sie mal. Oh. Aber abgesehen davon, ich finde wirklich, Politiker müssen sich doch gefallen lassen, dass man sie befragt und im Zweifel auch hart befragt. Und habt ihr denn in der Redaktion nicht, öfters auch mal überlegt, gar nicht mehr Politiker einzuladen, weil nein, das so finde, ätzende Gäste sind? Finde ich überhaupt immer nicht. Immer nur mit Floskeln antworten. Bin ich,
okay, das ist die Frage, ob man das zulässt. Aber ich finde Politiker grundsätzlich sehr, sehr spannend. Und wenn du dich mal mit Politikern wirklich beschäftigst, das sind Menschen, die unglaublich viel auf dem Radar haben. Die müssen wahnsinnig viel wissen, die müssen viel aushalten. Und die machen das alles mit großer Leidenschaft und für kleines Geld. Also das ist die Frage, warum tun sie es dann? Sie tun es, weil sie im Zweifel tatsächlich was gestalten wollen, weil sie Einfluss nehmen wollen, weil viele von denen auch den Traum haben, irgendwann mal vielleicht im Geschichtsbuch zu stehen oder auch irgendwann mal sagen zu können, an der oder der Stelle habe ich dieses Land vielleicht ein bisschen verändert oder sogar verbessert. Herr Lanz, das ist der, danke das ist der Ihnen schon für dieses Plädoyer. Ich hätte es vorher sagen sollen. Ich finde Politiker hochinteressante Menschen. Ich finde Politiker überhaupt nicht komisch und doof. Und ich merke auch immer wieder, das ist die Erfahrung, die wollen auch, dass man mit ihnen gerade ausspricht. Ja, aber die halten das aus. Ich finde ja Politiker-Interviews gut, meistens mit denen, die dann in Rente gegangen sind, weil die dann nämlich ehrlich sind und richtig auspacken. Und die, die in der Partei sind, müssen meistens parteikonform antworten. Und deswegen weiß man immer die Antwort vorher. Ja, Herr Lanz wird das anders machen. Der wird auch in seinen Wetten, das wird er auch Politiker einladen. Ja, das weiß Herr Huber nämlich, weil er in der Redaktion von Wetten, das sitzt. Die Bombe ist geplatzt. Das hofft Herr Huber. Sind Sie, waren Sie jemals zur Wahl aufgestellt? Nee, ne? Das ist das erste Mal. Ich glaube, das wird nicht gut. Ist das schon? Ja. Also, wirklich, ich habe wirklich das Gefühl, Sie sind ja jetzt, Sie sind ja unfairer als die Konkurrenz. Sie sind ja unfairer als die Konkurrenz. Aber überfordern Sie nicht die eigene Parteibasis? Ich meine, Sie sind, und wir können es nicht wegdiskutieren, Sie sind ein Schwarzer und Sie treten für die CDU an. Ist das nicht... Das hat damit nichts zu tun. Nein, aber ist es nicht in weiten Teilen der Menschen, die die CDU wählen, immer noch also ein absolutes Hindernis, die Partei zu wählen? Stelle ich mir zumindest so vor in meinem kleinen Gehirn. Das ist die Sache. Ich bewerbe mich, es wird ja bei der Politik, wird ja Geistesleistung gefordert. Und Geistesleistung ist ja, kommt ja vom Gehirn, das kommt ja nicht von der Hautfarbe. Ja, das heißt, und im Gehirn sind wir alle gleich. Und wenn ich mich jetzt bewerben würde für Bayreuth, für den Siegfried, ja, dann wäre das vielleicht eine Geschichte, wäre die Hautfarbe ein Thema. Ja, aber so ist es kein Thema. Die Politik und auch die Unionsparteien, sie oszillieren ja immer zwischen Spaß und zwischen Ernst. Jetzt gebe ich Ihnen mal eine ernste Antwort, was man den Unionsparteien unterstellt, dass sie rückwärtsgewandt und in einer falschen Art und Weise das Wort konservativ interpretiert, dass eben das sind sie nicht. Und das davon zeugt auch meine Nominierung. Und, das ist das erste ist Mal, allem, dass er jetzt ernst ist. Ne? Und jetzt kann man es auch aushalten, so, wenn er spricht. Vorher war es immer so, so Kasperle-Theater. Wie die Leute darauf hinweisen, dass es zum Beispiel Leute anderer Hautfarbe gibt, die auch Deutsche sein können, im Privatleben, also erstens mal in der Partei, innerhalb der Partei wurde ich nie auf meine Hautfarbe angesprochen, weil das ist nie ein Thema. Im Alltag, in meiner Umgebung, werde ich auch nicht angesprochen, aber die Medien tun sie immer gerne. Auch so progressive Sendungen. Gerade die CSU zum Beispiel. Man sollte nicht den Fehler machen, die so in diese Ecke reinzustellen. Ja, aber das liegt ja daran, weil es keine Möglichkeit gibt, in eine andere Partei zu gehen, wenn man Macht haben möchte in Bayern. Deswegen gehen alle in die CSU. Es ist so, dass man bei den Medien, also ich finde, wir sind ja jetzt nicht, Herr Huber, wir sind ja jetzt nicht die Medien. Dass man von den Medien auf sind die Hautfarbe reduziert wird, ist eine Geschichte. Ja, also wir wären gerne, aber wir sind nicht die Medien. Herr Lanz ist nämlich die Medien. Wenn die Hautfarbe reduziert wird, das ist die Geschichte. Aber es entspricht nicht dem Alltagsgefühl. Ich will mal kurz wissen, wir haben überhaupt keine Werbung gemacht für deine Platte. Wir reden überhaupt nicht über deine Platte. Und du bist doch auch jetzt nicht aus freien Stücken hier. Willst du denn vielleicht über deinen neuen Film? Nein, um Gottes Willen. Ich will eigentlich nur über Politik, CDU und Wetten, das sprechen. Wir haben eine Mindmap gemacht für diese Sendung. Nein, ich komme ja dann zu Wetten, das, um nochmal über den Film zu sprechen. Aber wir haben eine Mindmap gemacht für diese Sendung. Und jetzt kannst du dir, guck mal, hier sind die Gemeinsamkeiten, die du mit anderen... hier, Wetten, das. Oder zum Beispiel, du spielst eine Krebskranke im neuen Film Heiter bis wolkig. Markus Lanz, Vater starb an Krebs. So. Oh. So, sage ich doch nichts mehr. Das ist wirklich, das ist der Einstieg. Das ist innovativ. Aber, und auch deswegen mit Markus Lanz in Bezug, also um es nochmal, und wir beide teilen ein Schicksal. Uns ist der Vater weggestorben an Krebs. Dein Vater auch, ne? Mein Vater auch, ja genau. Und das Alter war, glaube ich, dasselbe, so 17, 18. Ich war 14. 14 Jahre alt, also wahnsinnig jung. Was hat das im Nachhinein, würdest du sagen, wie hat das dein Leben beeinflusst und das, was du heute machst? Ist das was dich irgendwie angespornt hat? Wurde man schneller erwachsen oder ist der Ehrgeiz, jetzt Wetten, das zu moderieren, auch darauf zurückzuführen?
Das, lass mal Wetten, das weg. Aber grundsätzlich macht das natürlich was mit dir. Was hat es mit dir gemacht? Das ist, die Frage ging eindeutig an dich. Das ist meine Sendung. Ich frage dich. Ja, ist legitim, das so zu sagen. Aber ich habe die Frage, hast du mir in der Sendung auch mal gestellt? In deiner Sendung? Wir führen ja ein Gespräch. Ja. Was hat es mit dir gemacht? Nee, was hat es denn mit dir gemacht? Du redest nicht gerne drüber, ne? Nee, doch, ich sag dir gleich, was mit mir gemacht hat. Ich sage dir jetzt, was mit dir gemacht hat. Ja. Es hat mit dir gemacht, dass du wahrscheinlich tatsächlich früher erwachsen geworden bist. Ja, absolut. Dass du dich plötzlich in einer Rolle wiederfindest, die eigentlich gar nicht deine Rolle ist. Total. Sprichst du auch von dir so ein bisschen, Markus? Ja. Ich vergleiche das gerade mal so. Ja, ich glaube, dass da alle ähnliche Erfahrungen machen. Und du, jetzt mal ganz ernsthaft zu werden, das ist auch etwas, was nach wie vor sehr schmerzt. Der fehlt. Jan hat ja Jan. Kinder. Und du auch. Ja. Ist das denn so, dass ihr euch irgendwann auf das Alter zubewegt, wo ihr dann sozusagen als Väter denkt, Moment mal, jetzt sind meine Kinder so alt, wie ich war, als mein Vater gestorben ist, dass man dieses Alter als Zäsur hat und denkt, das müssen wir überleben. Dieses Angstalter bei dir, hast du so ein Angstalter, dass du denkst, da muss ich drüber kommen, um nicht zu enden wie mein Vater? Der war 52, mein 52, Vater. Wie alt bist du? Ich bin 43. Meiner war 37, ich bin jetzt 31. Und ist das so? Ne? Ja, natürlich, weil ich kenne nämlich viele, die ihre entweder Vater oder Mutter zu früh verloren haben und immer denken, ich muss das Alter auf jeden Fall überleben, so damit mein Kind mich nicht zu früh verliert. Mein Vater hat auch beide Eltern verloren, als er 17 war. Und 17 und 19, glaube ich. Und hat mir natürlich auch ans Herz gelegt und gesagt, bitte hör auf zu rauchen. Bitte, ich möchte nicht irgendwie, dass du gehst, bevor ich jetzt gehe. Ja? Das ist, glaube ich, irgendwie ein großes Bedürfnis. Ich bin ja, also wenn Menschen Dinge tun, die offensichtlich ungesund für sie sind, dann finde ich immer, muss man sie irgendwo auch lassen. Also ich würde nie als Prophet durch die Gegend laufen und sagen, lass das jetzt, rauch nicht, trink nicht, mach jenes oder dieses nicht. Aber die Frage nach der eigenen Endlichkeit, das ist schon eine, die einen dann irgendwann mal beschäftigt. Ich habe neulich mit Atze Schröder ein sehr schönes Gespräch. Cooler Name, um ernste Gespräche mit ihm zu führen. Ja, pass auf, weißt du, was der sagte? Ja. Der sagte, ich denke, das ist ja ein kluger Mann, der Atze. Ja. Mit dem kann man sehr heimlich gut getarnt, mit dem kann man sehr schöne Gespräche auch übers Leben führen. Und der sagte, ich sitze da so manchmal und denke, noch 20 geile Sommer. Aber so alt ist er denn noch gar nicht? Oder hat der auch so aber knapp hat er denn 50? Eine schlimme Krankheit? Habe ich gerade Konstantin Gropper seufzen hören? Nein. Ist das eine, wollt ihr die Sendung so aufhören? Du bist auch junger Vater. Ist das nicht ein Thema für dich? Also doch, natürlich. Die Verantwortung, ein Kind zu haben? Ich wollte nur zu Herrn Hubern sagen, ich hätte lieber den Siegfried in Bayreuth gesehen, als den Kandidat bei der CDU. Entschuldigung. Es ehrt mich trotzdem. Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht das Thema abbrechen. Ich weiß, es ist ein totaler Stimmungskiller, um rauszugehen. Wir müssen irgendwas vielleicht... Kannst du nicht irgendwas rappen oder so? Was soll ich rappen, Mann? Irgendwas ohne Krebs. Da gibt es sicherlich einige Texte, aber ich weiß nicht, ob die jetzt... Aber vielleicht ist es jetzt ein Grund, die CDU zu wählen. Hey, Herr Huber, so wollen wir auch nicht aufhören. Jetzt heißt es mal langsam. Wir gewinnen so wollen wir nicht aufhören. Keiner, der diese Sendung guckt, wählt die CDU, verdammt nochmal. Ja, endlich. So. Endlich sagt's mal einer. Das ist eine coole Partei. Aber gib es bitte in heiter bis wolkig. Ja. So, jetzt sag ich das auch. Und kauft das Album The Scarlet Beast of Seven Heads oder Egg to the Roots von Ecofresh und schauen Sie am 6. Oktober Wetten, das mit Markus Lanz und klatschen Sie jetzt, denn das war die Sendung. Vielen Dank. Tschüss, Dankeschön. Bis nächste Woche. Oh, ein Applaus für dich, guck mal. Und? Ja, ich habe es überlebt. Wie geht's dir denn gesundheitlich? Ist okay, wenn man einmal drin ist, dann bleibt es. Der Lanz ist einfach so ein aalglatter Typ, da kommst du nicht ran, ne? An den Lanz. Ach, ich... Schade, dass Jessica Schwarz so kurz kam. Leider. Und Eko auch so ein bisschen. Aber der Gropper kam nicht klar. Auf jeden Fall ist es sehr lustig, war eine sehr große Bereicherung der Sendung. Ja. Und ich fand es echt, war das nicht unfassbar rassistisch, was du gesagt hast zu dem wieso? Huber? Im Schwarzen zu sagen, dass er schwarz ist und darauf hinzuweisen, dass die Basis der CDU eventuell weniger tolerant ist, als man glaubt, dass sie ist? Es ist wirklich die Art, wie der gesprochen hat. Ich bin fast ausgeflippt. Weil er ist einfach Schauspieler und er spielt Nelson Mandela im Musical Nelson Mandela, das Musical. So auf, weißt du, so als würde der Kindertheater und das ist nämlich schon rassistisch sprechen. Von dir.
da würde ich mir an deiner Stelle mal Gedanken machen. Und so auf einer Skala von A bis Z? Ein H. G. Das war ein ganz deutliches G. H. Ich gehe. Peinlich. Wir sehen uns nächste Woche Samstag um 20.15 Uhr im zweiten deutschen Internet wieder. Oder falls Ihnen Roche und Böhmermann zu mainstreamig oder boulevardesk rübergekommen ist, gerne auch schon morgen, wenn Sie mögen, bei Punkt 12 mit der bezaubernden Katja Burkhardt im offiziellen Partnersender von ZDF Kultur, mein RTL. Dam, 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 dam. Als, dass man als schwarzer Schauspieler immer darauf reduziert wird, dass man Mitglied in der CSU ist. Wortwitz, weil CSU ist ja, man sagt ja auch, die Konservativen seien die Schwarzen. Deswegen habe ich mir gedacht, Das ist eben die Parallele, toll, diese Ambivalenz des Schwarzseins. Konstantin hat es verstanden. Vom genetischen toll. Und von der politischen Haltung. Diametral entgegen. Noch ein Spitzenwortwitz, er sitzt ja auch rechts von dir. Aber oh, das ist eher was fürs Hauptprogramm. Aber Sie sind ja gar nicht auf dem neuesten Stand. Ich bin ja mittlerweile bei der CDU. Oh, warum? Ja. Weil Sie keine Aufstiegsmöglichkeiten haben in der CSU? Weil das Bayern, werde ich so nicht sagen. Weil Schwarze in Bayern verboten sind. Die haben eine hammerharte Frauenquote. Nein, aber die haben eine ganz harte Frauenquote. Wirklich? Die CSU, ja. Ja, deswegen hat die CDU nicht genommen wegen der Frauenquote. Deswegen sind Sie da raus. Ist das nicht sehr unfair, wenn man seine Popularität als Schauspieler dafür nutzt, politisch aktiv zu werden? Ja, also Sie starten ja quasi auf einem ganz anderen Level, wenn Sie in die Politik gehen als so ein normaler Berufspolitiker. Wir müssen nicht durchkämpfen durch irgendwelche Abstimmungen auf kommunaler Ebene, sondern das heißt immer, das ist der Alte, der Schalz im Humor aus dem ZDF. Ja, der kommt dann direkt in den Vorsitz unserer Partei hier im Ort. Wie die Erwartungshaltung ist bei einem Schauspieler, der in die Politik wechselt. Schwarzenegger. Da ist die Erwartungshaltung hoch, weil das heißt ja dann, das ist ein Schauspieler. Und ein Schauspieler wird ja in der heutigen Zeit ein bisschen zum Teil, sie nicht, aber die Leute, die im Container waren, das wird ja schon ein bisschen inflationärer gehandelt, als das bei uns war, wie wir die Schauspieler, Lauterbach, Otti Fischer und so, wir alle noch Theater gespielt haben. Ich bin schon komplett raus. Du. Er hat das aber tierisch. Mit mehr Respekt. Aber er hat es tierisch drauf. Antworten ein bisschen drauf. Kürzer sein, weil ich kann mich so lange nicht konzentrieren. Ohne Scheiß. Das ist schön, dass normalerweise... Ein bisschen kompakter sprechen, vielleicht auch lauter. Aber das ist ja das Problem, dass Sie Schauspieler gerne oft lang über sich sprechen und es als Politiker auf den Punkt bringen müssen. Aber ich freue mich, dass ich hier bin und Sie mir das ein bisschen lernen können schon im Vorfeld. Sind Sie denn erfolgreich? Sind Sie denn erfolgreich als Politiker? Würden Sie das sagen, dass Sie als Politiker ähnlich erfolgreich sind wie als Schauspieler? Und wenn Sie das sagen, ist das dann gut oder schlecht? Das werden Sie bei der nächsten Bundestagswahl erfahren. Wie Sie Wahlkreis? Bundestag sitzt in Darmstadt. Ich habe nicht mitgekriegt, ehrlich gesagt, dass Sie hier als Politiker unterwegs sind. Deswegen noch nicht, glaube ich. Aber für die CDU. Deswegen aber welcher Wahlkreis? Oder kommen Sie über eine Landesliste rein? Ich grüße Darmstadt und Dieburg und meine zukünftigen Wähler. Nee, falsch. Darmstadt und Darmstadt-Dieburg. Das ist auch noch meine Heimat und ich habe es erst recht nicht mitgekriegt. Zunächst mal möchten Sie Ihren Wählerinnen und Wählern danken. Noch nicht. Sie haben mich noch nicht gewählt. Oh, auch falsch. Ich habe noch nicht gewählt. Also ich bin falsch. Als Kandidat gewählt und deswegen buhle ich ja so leidenschaftlich meine zukünftigen Wähler. Müssen Sie dann auch so Bleistifte verteilen in der Fußgängerzone und so? Das mache ich am 8. September in Darmstadt im Zentrum an meinem Informationsfragen. Ich habe die Frage, hast du mir in der Sendung auch mal gestellt? In deiner Sendung? Wir führen hier ein Gespräch. Ja. Was hat's mit dir gemacht? Nee, was hat's denn mit dir gemacht? Du redest nicht gerne drüber, ne? Nee, doch, ich sag dir gleich, was mit mir gemacht hat. Ich sage dir jetzt, was mit dir gemacht hat. Ja. Es hat mit dir gemacht, dass du wahrscheinlich tatsächlich früher erwachsen geworden bist. Ja, absolut. Dass du dich plötzlich in einer Rolle wiederfindest, die eigentlich gar nicht deine Rolle ist. Total. Sprichst du auch von dir so ein bisschen, Markus? Ja. Ich vergleiche das gerade mal so. Ja, ich glaube, dass da alle ähnliche Erfahrungen machen. Und du, jetzt mal ganz ernsthaft zu werden, das ist auch etwas, was nach wie vor sehr schmerzt. Der fehlt. Jan hat ja Kinder und du auch. Ja. Ist das denn so, dass ihr euch irgendwann auf das Alter zubewegt, wo ihr dann sozusagen als Väter denkt, im Moment mal, jetzt sind meine Kinder so alt wie
Ich war, als mein Vater gestorben ist, dass man dieses Alter als Zäsur hat und also, denkt, das müssen wir überleben. Dieses Angstalter bei dir, was, hast du so ein Angstalter, dass du denkst, da muss ich drüber kommen, um nicht zu enden wie mein Vater? Der war 52, mein 52, Vater. Wie alt bist du? Ich bin 43. Meiner war 37, ich bin jetzt 31. Und ist das so? Ne? Ja, natürlich, weil ich kenne nämlich viele, die ihre entweder Vater oder Mutter zu früh verloren haben und immer denken, ich muss das Alter auf jeden Fall überleben, so damit geht's. Mein Kind mich nicht zu früh verliert. Mein Vater hat auch beide Eltern verloren, als er 17 war und 17 und 19, glaube ich, und hat mir natürlich auch ans Herz gelegt und gesagt, bitte hör auf zu rauchen, bitte, ich möchte nicht irgendwie, dass du gehst, bevor ich jetzt gehe. Ja, das ist, glaube ich, irgendwie ein großes Bedürfnis. Ich bin ja, also wenn Menschen Dinge tun, die offensichtlich ungesund für sie sind, dann finde ich immer, muss man sie irgendwo auch lassen. Also ich würde nie als Prophet durch die Gegend laufen und sagen, lass das jetzt, rauch nicht, trink nicht, mach jenes oder dieses nicht. Aber die Frage nach der eigenen Endlichkeit, das ist schon eine, die einen dann irgendwann mal beschäftigt. Ich habe neulich mit Atze Schröder ein sehr schönes Gespräch. Cooler Name, um ernste Gespräche mit ihm zu führen. Ja, pass auf. Hey, Atze. Weißt du, was der sagte? Ja. Der sagte, ich denke, das ist ja ein kluger Mann, der Atze. Ja. Mit dem kann man sehr heimlich gut getarnt, ja. Mit dem kann man sehr schöne Gespräche auch übers Leben führen. Und der sagte, ich sitze da so manchmal und denke, noch 20 geile Sommer. Aber so alt ist er denn noch gar nicht, oder? Hat der auch so ist aber knapp hat der denn 50. Eine schlimme Krankheit? Habe ich gerade Konstantin Gropper seufzen hören? Nein. Ist das eine, wollt ihr die Sendung so aufhören? Du bist auch junger Vater. Ist das nicht ein Thema für dich? Also doch, natürlich. Die Verantwortung, ein Kind zu haben? Ich wollte nur zu Herrn Huber sagen, ich hätte lieber den Siegfried in Bayreuth gesehen, als den Kandidat bei der CDU. Entschuldigung. Es ehrt mich trotzdem. Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht das Thema abbrechen. Ich weiß, es ist ein totaler Stimmungskiller, um rauszugehen. Wir müssen irgendwas vielleicht... Kannst du nicht irgendwas rappen oder so? Was soll ich rappen, Mann? Irgendwas ohne Krebs. Leistung ist ja, kommt ja vom Gehirn. Das kommt ja nicht von der Hautfarbe. Ja, das heißt, im Gehirn sind wir alle gleich. Und wenn ich mich jetzt bewerben würde für Bayreuth, für den Siegfried, ja, dann wäre das vielleicht eine Geschichte, wäre die Hautfarbe ein Thema. Ja, aber so ist es kein Thema. Die Politik und auch die Unionsparteien, sie oszillieren ja immer zwischen Spaß und zwischen Ernst. Jetzt gebe ich Ihnen mal eine ernste Antwort, was man den Unionsparteien unterstellt, dass sie rückwärtsgewandt und in einer falschen Art und Weise das Wort konservativ interpretiert, dass eben das sind sie nicht. Und davon zeugt auch meine Nominierung. Und, das ist das erste Mal, dass er jetzt ernst ist. Ne? Und jetzt kann man es auch aushalten, so, wenn er spricht. Vorher war es immer so, so Kasperle-Theater. Weißt die so? Leute darauf hinweisen, dass es zum Beispiel Leute anderer Hautfarbe gibt, die auch Deutsche sein können. Im Privatleben, also erstens mal in der Partei, innerhalb der Partei, wurde ich nie auf meine Hautfarbe angesprochen. Nee. Das ist nie ein Thema. Im Alltag, in meiner Umgebung, werde ich auch nicht angesprochen. Aber die Medien tun es immer gerne. Auch so progressive Sendungen. Gerade die CSU zum Beispiel. Man sollte nicht den Fehler machen, die so in diese Ecke reinzustellen. Ja, aber das liegt ja daran, weil es keine Möglichkeit gibt, in eine andere Partei zu gehen, wenn man Macht haben möchte in Bayern. Deswegen gehen alle in die CSU. Es ist so, dass man bei den Medien, also ich finde, wir sind ja jetzt nicht, Herr Huber, wir sind ja jetzt nicht die Medien. Dass man von den Medien auf sind die Hautfarbe reduziert wird, ist eine Geschichte. Ja, also wir wären gerne, aber wir sind das nicht. Herr Lanz ist nämlich die Medien. Wenn die Hautfarbe reduziert wird, das ist die Geschichte. Aber es entspricht nicht dem Alltagsgefühl. Ich will mal kurz wissen, wir haben überhaupt keine Werbung gemacht für deine Platte. Wir reden überhaupt nicht über deine Platte. Und du bist doch auch jetzt nicht aus freien Stücken hier. Willst du denn vielleicht über deinen neuen Film? Nein, um Gottes Willen. Ich will eigentlich nur bei Politik, CDU und Wetten, das sprechen. Wir haben eine Mindmap gemacht für diese Sendung. Nein, ich komme ja dann zu Wetten, das, um nochmal über den Film zu sprechen. Aber wir haben eine Mindmap gemacht für diese Sendung. Und jetzt kannst du dir, guck mal, hier sind die Gemeinsamkeiten, die du mit anderen... hier, Wetten, das. Oder zum Beispiel, du spielst eine Krebskranke im neuen Film Heiter bis wolkig. Markus Lanz, Vater starb an Krebs. So. Oh. So, jetzt sage ich doch nichts mehr. Das ist wirklich... Das ist der Einstieg. Das ist innovativ. Und auch deswegen mit Markus Lanz in Bezug... Also, um es nochmal... Und wir beide teilen ein Schicksal. Uns ist der Vater weggestorben an Krebs. Dein Vater auch, ne? Mein Vater auch, ja, genau. Und das Alter war, glaube ich, dasselbe. So 17, 18, ne? Ich war 14. 14 Jahre alt, also wahnsinnig jung. Was hat das im Nachhinein, würdest du sagen, wie hat das dein Leben beeinflusst? Und das, was du heute machst, ist das was dich irgendwie angespornt hat? Wurde man schneller erwachsen? Oder ist der Ehrgeiz, jetzt Wetten, das zu moderieren, auch darauf zurückzuführen?
Lass mal Wetten, das weg. Aber grundsätzlich macht das natürlich was mit dir. Was hat es mit dir gemacht? Das ist, die Frage ging eindeutig an dich. Das ist meine Sendung. Ich frage dich. Finden, weil sie aus Bremen kommen. Ich habe nicht gesagt, dass ich habe nie gesagt, dass ich Niedersachsen doof finde. Ich habe gesagt, das ist ein Land mit zwei Löchern drin, nämlich Bremen und Bremerhaven. Ja, und ich habe gesagt, dass ich die Niedersachsen hasse. Ich habe nicht gesagt, dass ich Niedersachsen doof finde. Okay, Entschuldigung. Ziehe doof finde. Da sind Sie mal. Aber abgesehen davon, ich finde wirklich, Politiker müssen sich doch gefallen lassen, dass man sie befragt und im Zweifel auch hart befragt. Und habt ihr denn in der Redaktion öfters auch mal überlegt, gar nicht mehr Politiker einzuladen, weil das so ätzende Gäste sind? Nein, finde ich überhaupt nicht. Nur mit Floskeln antworten. Okay, das ist die Frage, ob man das zulässt. Aber ich finde Politiker grundsätzlich sehr, sehr spannend. Und wenn du dich mal mit Politikern wirklich beschäftigst, das sind Menschen, die unglaublich viel auf dem Radar haben, die müssen wahnsinnig viel wissen, die müssen viel aushalten und die machen das alles mit großer Leidenschaft und für kleines Geld. Also das ist die Frage, warum tun sie es dann? Sie tun es, weil sie im Zweifel tatsächlich was gestalten wollen, weil sie Einfluss nehmen wollen, weil viele von denen auch den Traum haben, irgendwann mal vielleicht im Geschichtsbuch zu stehen oder auch irgendwann mal sagen zu können, an der oder der Stelle habe ich dieses Land vielleicht ein bisschen verändert oder sogar verbessert. Herr Lanz, das ist der, danke das ist der Ihnen schon für dieses Plädoyer. Ich hätte es vorher sagen Ich finde Politiker hochinteressante Menschen. Ich finde Politiker überhaupt nicht komisch und doof. Und ich merke auch immer wieder, das ist die Erfahrung, die wollen auch, dass man mit ihnen geradeaus spricht. Ja, aber die halten das aus. Ich finde ja Politiker-Interviews gut, meistens mit denen, die dann in Rente gegangen sind, weil die dann nämlich ehrlich sind und richtig auspacken. Und die, die in der Partei sind, müssen meistens parteikonform antworten. Und deswegen weiß man immer die Antwort vorher. Ja, Herr Lanz wird das anders machen. Der wird auch in seinen Wetten, das wird er auch Politiker einladen. Ja, das weiß Herr Huber nämlich, weil er in der Redaktion von Wetten, das sitzt. Die Bombe ist geplatzt. Das hofft Herr Huber. Waren Sie jemals zur Wahl aufgestellt? Nee, ne? Das ist das erste Mal. Ich glaube, das wird nicht gut. Ist das schon? Also, wirklich, ich habe wirklich das Gefühl, Sie sind ja jetzt, klappt, Sie sind ja unfairer als die Konkurrenz. Aber überfordern Sie nicht die eigene Parteibasis? Ich meine, Sie sind, und wir können es nicht wegdiskutieren, Sie sind ein Schwarzer und Sie treten für die CDU an. Ist das nicht... Das hat damit nichts zu tun. Nein, aber ist es nicht in weiten Teilen der Menschen, die die CDU wählen, immer noch also ein absolutes Hindernis, die Partei zu wählen? Ja. Stelle ich mir zumindest so vor in meinem kleinen Gehirn. Das ist die Sache. Ich bewerbe mich, es wird ja bei der Politik, wird ja Geistesleistung gefordert. Und Geistesleistung ist ja, kommt ja vom Gehirn, das kommt ja nicht von der Hautfarbe. Ja, das heißt, und im Gehirn sind wir alle gleich. Und wenn ich mich jetzt bewerben würde für Bayreuth, für den Siegfried, ja, dann wäre das vielleicht eine Geschichte, wäre die Hautfarbe ein Thema. Ja, aber so ist es kein Thema. Die Politik und auch die Unionsparteien, sie oszillieren ja immer zwischen Spaß und zwischen Ernst. Jetzt gebe ich Ihnen mal eine ernste Antwort, was man den Unionsparteien unterstellt, dass sie rückwärtsgewandt und in einer falschen Art... Leute, die eigentlich, die man nett finden sollte, macht da fertig. Trifft sie das? Überlegen Sie, also trifft sie das? Punkt. Fragezeichen. Also... Ich verstehe nicht, wie Markus Lanz ist. Lass ihn doch einmal antworten. Du hast doch gerade eine Frage gestellt. Ach so. Ja. Also es trifft einen tatsächlich, wenn du dich ungerecht behandelt fühlst. Ja. Ich finde nämlich nicht, dass wir Leute einladen, um dann Haichi Bumbaichi mit denen zu sprechen. Gerade es gibt viele Politiker zum Beispiel, die sagen, ist eine gefährliche Sendung, da sollte man aufpassen, wenn man da hingeht, weil wir genau diese Floskelantworten zum Beispiel nicht gerne hören und dann auch nicht zulassen. Sie waren ja selber dabei neulich, als wir mit David McAllister zum Beispiel. Und da muss ich mal sagen, da haben sie den wirklich so auf so eine Art fertig gemacht. Dass Warum denn fertig gemacht? Ja, weil sie den überhaupt nicht haben zu Wort kommen lassen. Der tat mir wirklich am Ende leid. Nein, dieser kleine Minister, der ist ja bloß Ministerpräsident von Niedersachsen. Das dürfen Sie nicht haben vergessen. Ihn zur Schnecke gemacht, weil Sie Niedersachsen doof finden, weil Sie aus Bremen kommen. Ich habe nie gesagt, dass ich Niedersachsen doof finde. Sie haben gesagt, das ist ein Land mit zwei Löchern drin, nämlich Bremen und Bremerhaven. Ja, und ich habe gesagt, Ich habe gesagt, dass ich die Niedersachsen hasse. Ich habe nicht gesagt, dass ich Niedersachsen doof finde. Okay, Entschuldigung. Ziehe doof finde. Da sind Sie mal. Aber abgesehen davon, ich finde wirklich, Politiker müssen sich doch gefallen lassen, dass man sie befragt und im Zweifel auch hart befragt. Und habt ihr denn in der Redaktion öfters auch mal überlegt, gar nicht mehr Politiker einzuladen, weil sie so ätzende Gäste sind? Nein, finde ich überhaupt nicht. Weil die immer nur mit Floskeln antworten. Okay, das ist die Frage, ob man das zulässt. Aber ich finde Politiker grundsätzlich sehr, sehr spannend. Und wenn du dich mal mit Politikern wirklich beschäftigst,
Das sind Menschen, die unglaublich viel auf dem Radar haben. Die müssen wahnsinnig viel wissen, die müssen viel aushalten und die machen das alles mit großer Leidenschaft und für kleines Geld. Also das ist die Frage, warum tun sie es dann? Sie tun es, weil sie im Zweifel tatsächlich was gestalten wollen, weil sie Einfluss nehmen wollen, weil viele von denen auch den Traum haben, irgendwann mal vielleicht im Geschichtsbuch zu stehen oder auch irgendwann mal sagen zu können, an der oder der Stelle habe ich dieses Land vielleicht ein bisschen verändert oder sogar verbessert. Herr Lanz, das ist der, danke das ist Ihnen der schon für dieses Plädoyer. Ich hätte es vorher sagen Ich finde Politiker hochinteressante Menschen. Ich finde Politiker überhaupt nicht komisch und doof. Und ich merke auch immer wieder, das ist die Erfahrung, die wollen auch, dass man mit ihnen gerade ausspricht. Ja, aber die halten das aus. Ich finde ja Politiker-Interviews gut, meistens mit denen, die dann in Rente gegangen sind, weil die dann nämlich ehrlich sind und richtig auspacken. Und die, die in der Partei sind, müssen meistens parteikonform antworten. Und deswegen weiß man immer die Antwort vorher. Ja, Herr Lanz wird das anders machen. Der wird auch in seinen Wetten, das wird er auch Politiker einladen. Ja, das weiß Herr Huber nämlich, weil er in der Redaktion von Wetten, das sitzt. Die Bombe ist geplatzt. Das hofft Herr Huber. Waren Sie jemals zur Wahl aufgestellt? Nee, ne? Das ist das erste Mal. Ich glaube, das wird nicht gut. Ist das schon? Ja. Also, wirklich, ich habe wirklich das Gefühl, Sie sind ja jetzt, klappt, Sie sind ja unfairer als die Konkurrenz. Ich habe in meiner Umgebung, werde ich auch nicht angesprochen, aber die Medien tun sie mal gerne. Auch so progressive Sendungen. Gerade die CSU zum Beispiel. Man sollte nicht den Fehler machen, die so in diese Ecke reinzustellen. Ja, aber das liegt ja daran, weil es keine Möglichkeit gibt, in eine andere Partei zu gehen, wenn man Macht haben möchte in Bayern. Deswegen gehen alle in die CSU. Es ist so, dass man bei den Medien, also ich finde, wir sind ja jetzt nicht, Herr Huber, wir sind ja jetzt nicht die Medien. Darf man von den Medien auf sind die Medien Hautfarbe oder sind wir die Medien? Wird, ist eine Geschichte. Also wir wären gerne, aber wir sind es nicht. Herr Lanz ist nämlich die Medien. Aber die Hautfarbe reduziert wird, das ist die Geschichte. Aber das entspricht nicht dem Alltagsgefühl. Ich will mal kurz wissen, wir haben überhaupt keine Werbung gemacht für deine Platte. Wir reden überhaupt nicht über deine Platte. Und du bist doch auch jetzt nicht aus freien Stücken hier. Willst du denn vielleicht über deinen neuen Film? Nein, um Gottes Willen. Ich will eigentlich nur über Politik, CDU und Wetten, das sprechen. Wir haben eine Mindmap gemacht für diese Sendung. Nein, ich komme ja dann zu Wetten, das, um nochmal über den Film zu sprechen. Aber wir haben eine Mindmap gemacht für diese Sendung. Und jetzt kannst du dir, guck mal, hier sind die Gemeinsamkeiten, die du mit anderen... hier, Wetten, das. Oder zum Beispiel, du spielst eine Krebskranke im neuen Film Heiter bis wolkig. Markus Lanz, Vater starb an Krebs. So. Oh. So, ich sage doch nichts mehr. Das ist wirklich, das ist der Einstieg. Das ist innovativ. Aber, und auch deswegen mit Markus Lanz in Bezug, also um es nochmal, und wir beide teilen ein Schicksal. Uns ist der Vater weggestorben an Krebs. Mhm. Dein Vater auch, ne? Mein Vater auch, ja, genau. Und das Alter war, glaube ich, dasselbe, so 17, 18. Ich war 14. 14 Jahre alt, also wahnsinnig jung. Was hat das im Nachhinein, würdest du sagen, wie hat das dein Leben beeinflusst und das, was du heute machst? Ist das was dich irgendwie angespornt hat? Wurde man schneller erwachsen oder ist der Ehrgeiz, jetzt Wetten, das zu moderieren, auch darauf zurückzuführen? Lass mal Wetten, das weg, aber grundsätzlich macht das natürlich was mit dir. Was hat es mit dir gemacht? Die Frage ging eindeutig an dich. Das ist meine Sendung, ich frage dich. Ja, ist legitim, das so zu sagen. Aber ich habe die Frage, hast du mir in der Sendung auch mal gestellt, in deiner Sendung? Wir führen ja ein Gespräch. Ja. Was hat es mit dir gemacht? Nee, was hat es denn mit dir gemacht? Du redest nicht gerne drüber, ne? Nee, doch, ich sag dir gleich, was mit mir gemacht hat. Ich sage dir jetzt, was mit dir gemacht hat. Ja. Es hat mit dir gemacht, dass du wahrscheinlich tatsächlich früher erwachsen geworden bist. Ja, absolut. Dass du dich plötzlich in einer Rolle wiederfindest, die eigentlich gar nicht deine Rolle ist. Total. Sprichst du auch von dir so ein bisschen, Markus? Ja. Ich vergleiche das gerade mal so. Ja, ich glaube, dass da alle ähnliche Erfahrungen machen. Und du, jetzt mal ganz ernsthaft zu werden, das ist auch etwas, was nach wie vor sehr schmerzt. Der fehlt. Jan hat ja Kinder. Und du auch. Ja. Ist das denn so, dass ihr euch irgendwann auf das Alter zubewegt, wo ihr dann sozusagen als Väter denkt, Moment mal, jetzt sind meine Kinder so alt, wie ich war, als mein Vater gestorben ist, dass man dieses Alter als Zäsur hat und also, denkt, das müssen wir überleben. Dieses Angst, wenn ich jetzt mir eine Zigarette neben dir anzünden würde und es richtig mit Genuss rauchen würde, und würdest du dann, wäre es schwer für dich? Es gibt so Momente, wenn ich jetzt dann ein paar Whiskys dazu trinken würde, würde es schwer werden. Dann würde ich irgendwann einfach aufstehen und gehen. Wir haben einen ganz, ganz tollen Whisky. Du trinkst auch Charlotte, ne? Ja. Meine Damen und Herren, Charlotte Roche, erst hat sich vom Alkohol losgesagt, jetzt ist sie wieder die beste Freundin dieses Teufelszeugs. Sag mal stopp! Charlotte Roche, ist diese Frau überhaupt jemals nüchtern? Sie trinkt wieder, Charlotte Roche! Hey! Alkohol!
Alkohol! Ich muss direkt was dazu sagen. Ich habe, also mir geht's wirklich ganz im Ernst körperlich total schlecht, weil ich gestern einen Unfall hatte im Auto, ohne Quatsch. Mir ist jemand hinten drauf gefahren. Danke. Ein türkischer Mitbürger mit einem BMW. Man kann, ruhig Türke sagen, total, oder? Total nett. Ist auch richtig. Der war voll nett und wusste auch, dass der schuld ist. Und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben ein Schleudertrauma. Und ich habe einfach, erstmal war ich so aufgeregt und konnte nicht schlafen. Und da waren die Schmerzen auch noch nicht da. Und dann habe ich irgendwann das Adrenalin weg. Und dann habe ich gestern 4 Stunden lang Alkohol getrunken. Das ging nicht weg. Die Schmerzen gingen nicht weg. Und dann habe ich angefangen, Ibuprofen 400 einzuwerfen. Und deswegen geht es mir gerade ein bisschen... Aber dann ist da dieser Konter... Ja, und ich kann, also wirklich, ich kann gerne Fragen stellen. Ich wollte den Jan jetzt nicht alleine hier hängen lassen. Und ich kann aber die Antworten nicht verstehen, habe ich gemerkt. Zwar nicht akustisch, sondern rein inhaltlich, ne? Total. Ich kapiere nichts. Mir tut der Kopf weh, der Nacken, ohne Scheiß. Darf ich dir einschütten? Gerne. Trinkst du auch? Das geht noch. Konstantin Grobber, trinkst du auch? Ja, deswegen bin ich hier. Sag Stopp. Get Well Soon, im weitesten Sinne ist es ja eigentlich eine Rockband mit... ein etwas überfrachteter Pop, aber ich würde schon sagen eher Rock. Also Rock mit Pop... Elementen drin, Rock, Pop, aber eher Rock, ne? Und Rock ist ja auch viel Alkohol, wird viel gesoffen auf Tour. Softrock. Was? Softrock. Softrock, ja. Der Softrocker Konstantin Gropper, wie viel trinkt der auf Tour? Ja, ungefähr so viel. Auf der ganzen. Auf der ganzen Tour, ja. Mit der Pipette. Muss dir was sagen, das darfst du aber jetzt nicht persönlich nehmen. Ja. Ich gelte ja so als Independent-Ikone vom Musikfernsehen, aber ich habe in Wirklichkeit gar keine Ahnung. Ich habe schon gemerkt, du hast auch den Namen abgelesen. Genau. Ohne Scheiß, ich kannte deine Band nicht. Tja. Und es ist alles nur ein riesiger Hochstapelei damals gewesen. Also ich habe immer nur Texte gesprochen von meinem damaligen Freund, der jetzt mein Ex-Freund ist. Ja. Schaut, ich weiß nicht genau, ob das alles so gut ist, dass du das jetzt hier erzählst. Also. Aber ich finde dich ganz nett, aber ich wollte dir es nur erzählen, dass ich halt, es gab wegen dir unfassbaren Stress in der Redaktion. Du liebe Zeit. Ja. Und jetzt auch noch vor der Kamera. Es tut mir leid. Aber die Musik ist wirklich schön. Ja, ich finde auch. Ich habe nicht mehr eure Sendung. Also ja, das ist uns egal. Wir sind beide so Fan von der Sendung. Ja. Lanz, wirklich. Ja. Okay. Ja. Und er denkt, guck mal, du denkst, ich bist immer in Lauerstellung. Okay. Nimm noch mal das Kompliment an, verdammte Hacke. Ja, also endlich mal einmal annehmen. Ja. Ein Applaus für Markus Lanz. So, Markus Lanz. Hat er schon mal ein Hemd von mir? Also ganz im Ernst, pass auf. Also ich bin mir nicht ganz sicher... Ich kann dich nicht so richtig einschätzen. Ich weiß nicht ganz genau, ob du... Also du bist anders als Kerner. Also Kerner, würde ich sagen, lügt beim Beten. Nein. Also, warum? Nee. Warum? Aber ich habe das Gefühl, dass es irgendwas anderes ist, Markus Lanz. Irgendwas anderes, irgendwas ist anders. Ich kann aber nicht genau erklären, was es ist. Vielleicht kann es der Einspielfilm, der nun kommt, erklären, was anders ist an Markus Lanz. Außer seine Fähigkeit, noch bessere Überleitungen zu machen als Charlotte und ich. Mir ist Markus Lanz zum allerersten Mal 1995 aufgefallen. Unter dem originellen Pseudonym Le Camembert Radioaktiv veröffentlichte der damals 26-jährige angehende Mega-Moderator Lanz aus Protest gegen die französischen Atomtests auf Mururoa den Song Fuck Chirac. Noch immer in meiner iPod-Wiedergabeliste. Dieses Meisterwerk. Nur wenige Jahre später wandelte sich der musikalische Politaktivist Südtiroler Herkunft zum prominentesten Nachfolger im deutschsprachigen Fernsehen. Er folgte Barbara Eligmann als Moderator von Explosiv nach, beerbte Kerner bei Kerner und jetzt auch noch Thronerbe von Gottschalk bei Wetten, dass... Laien und Stefan Niggemeier unterstellen dem schönen Norditaliener eindimensionales Schwiegermutterbeglücken, doch wir sind uns der vermeintlichen Einfältigkeit des potenziellen Fernsehauf- oder Absteigers dieses Jahres nicht so sicher. Denn der ML meidet vorbildlich den Boulevard, hat geheime Spleens und Ticks und merkwürdige Hobbys. Entweder ist er ein Meister der Berechnung oder seine Edginess ist doch real. Hochspannend. Sagen wir es mal frei nach Markus Lanz. Einen wunderschönen guten Abend. Freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung.
Bitte erklär mal ganz in echt, was in deinem Kopf vorgeht, wenn wir dich in deiner Sendung praktisch nötigen, in unsere Sendung zu kommen. Warum bist du hier? Wir verstehen das nicht. Also ist gleich um die Ecke erstens. Also ich wohne hier ganz in der Nähe. Okay. Und du bist auch alleine gekommen übrigens, weil viele bringen ja Begleiter mit und so. Du bist einfach so alleine. Ich bin ja über 18 und dann... Danke, hört doch auf. Dankeschön. Ah. Wahnsinn. So lange waren wir doch gar nicht weg, oder? Vielen Dank. Herzlich willkommen zu Rausch und Böhmermann. Wir haben ein bisschen was investiert. Es sieht jetzt ein bisschen cooler aus, hipper, junger, fresher. Schön, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen im zweiten deutschen Fernsehen Kultur und herzlich willkommen unseren Gästen des heutigen Abends. Er ist der fetteste Star, den wir jemals hier in der Sendung hatten. Markus Lanz. Das ist doch Quatsch. Ja, ist so. So, Quatsch. Das ist so. Au. Abendkleid und Sneakers geht nicht, geht doch. Sie ist eine unangepasste Schauspielerin und trägt unangepasste Mode. Die einzigartige, wunderschöne, erfolgreiche Schauspielerin der Extraklasse, Jessica Schwarz. Er ist der politischste Schauspieler, der mir nur einfällt. Charles M. Huber. Oh. E zu dem K zu dem O zu dem Fresh, direkt aus Köln nach Köln-Süd. Hier ist Eco Fresh. Eco. Dynamite. Er ist der Sänger der großartigen Band Get Well Soon. Der neue heiße Scheiß auf dem Indie-Markt, darf man sagen. Konstantin Gropper. Ich muss mich zu Beginn direkt bei unseren Gästen entschuldigen. Es ist sehr, sehr heiß hier bei uns in der Wachstum. Ich neige dazu, mein Jackett auszuziehen, wenn es okay ist. Es ist wirklich so heiß. Dann dürfen alle eigentlich mitmachen. Ja, es tut mir total leid. Die Klimaanlage ist ausgefallen. Es ist heiß, aber ansonsten schön geworden, oder? Super. Ne? Ja. Alles ist toll, neu, alles ist gehen. Schön. Gehen wir direkt in Medias Res. Wir fangen direkt an mit einem Einspiel. Medias Res, darf man das nicht sagen, wenn man... Doch. Wenn man intellektuell tun möchte, macht man das. Gehen wir mal ein bisschen in Medias Res. Mit dem ersten Einspielfilm des ersten Gastes, den wir Ihnen, meine Damen und Herren, heute vorstellen möchten. Hi, herzlich willkommen zu Rusch und Böhmermann. Ja, schön. Wir sind zurück aus der Sommerpause. Aber hier raucht keiner, ne? Ihr könnt gerne, wer raucht denn hier überhaupt? Hier raucht jemand, ihr könnt gerne eine Zigarette anstecken. Jetzt geht's wieder. Wie war's besser, vor oder hinterher, Herr Lanz? Ich finde es jetzt deutlich angenehmer. Ich bin aber so, ich liebe Schwarz-Weiß-Fotografie und Schwarz-Weiß-Fernsehen auch. Das passt schon. Aber ist auch etwas kühler jetzt, oder? Ich mochte immer diese gegenlichtigen Rauchschwaden, die da so hochgehen. Man kriegt auch richtig Lust zum Whisky. Jessica, du rauchst nicht mehr. Nee. Du hast vor 8 Wochen aufgehört zu rauchen, ne? Ja. Du warst Kettenraucher, ganz schlimme Kettenraucherin. Richtig. Wenn ich jetzt mir eine Zigarette neben dir anzünden würde und es richtig mit Genuss rauchen würde, wäre es schwer für dich? Es gibt so Momente, wenn ich jetzt dann ein paar Whiskys dazu trinken würde, würde es schwer werden. Dann würde ich irgendwann einfach aufstehen und gehen, glaube ich. Wir haben einen ganz, ganz tollen Whisky. Du trinkst auch Charlotte, ne? Ja. Meine Damen und Herren, Charlotte Roche, erst hat sich vom Alkohol losgesagt, jetzt ist sie wieder die beste Freundin dieses Teufelszeugs. Sag mal stopp! Charlotte Roche, ist diese Frau überhaupt jemals nüchtern? Sie trinkt wieder, Charlotte Roche! Hey! Alkohol! 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 Was
direkt was dazu sagen. Ich habe, also mir geht's wirklich ganz im Ernst körperlich total schlecht, weil ich gestern einen Unfall hatte im Auto, ohne Quatsch. Mir ist jemand hinten drauf gefahren. Danke. Ein türkischer Mitbürger mit einem BMW. Man kann ruhig Türke sagen, total oder? Nett. Ist auch richtig. Der war voll nett und wusste auch, dass der schuld ist. Und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben ein Schleudertrauma. Und ich habe einfach, erstmal war ich so aufgeregt und konnte nicht schlafen. Und da waren die Schmerzen auch noch nicht da. Und dann habe ich ging irgendwann das Adrenalin weg. Und dann habe ich gestern 4 Stunden lang Alkohol getrunken. Das ging nicht weg. Die Schmerzen gingen nicht weg. Und dann habe ich angefangen, Ibuprofen 400 einzuwerfen. Und deswegen geht es mir gerade ein bisschen... Aber dann ist da dieser Konter... Ja, und ich kann, also wirklich, ich kann gerne Fragen stellen. Ich wollte den Jan jetzt nicht alleine hier hängen lassen. Und ich kann aber die Antworten nicht verstehen, habe ich gemerkt. Und zwar nicht akustisch, sondern rein inhaltlich, ne? Total. Ich kapiere nichts. Mir tut der Kopf weh, der Nacken, ohne Scheiß. Darf ich dir einschütten? Gerne. Trinkst du auch? Das geht noch. Konstantin Grobber, trinkst du auch? Ja, deswegen bin ich hier. Get Well Soon, im weitesten Sinne ist es ja eigentlich eine Rockband mit, ein etwas überfrachteter Pop, aber ich würde schon sagen eher Rock, also Rock mit Pop-Elementen drin, Rock-Pop, aber eher Rock, ne? Und Rock ist ja auch viel Alkohol. Das ist mal wirklich subversiv, finde ich. Und sie hat keine Ahnung von Indie-Musik. Es ist absolut, heute gehen Karrieren zu Bruch. Ich weiß, dass Sie spielen ja auch Golf, ne? Das war die eine Info, die mich total interessiert hat. Das ist das Einzige, auf was ich in dezidiert antworten kann in dieser Tat. Aber ich habe dieses Behindertenhandicap, das Schlimmste, was man haben kann als Anfänger. 54 habe ich. Keine Arme hat man, glaube ich. Das schlimmste Handicap ist beim Golf, keine Arme zu haben. Schön. Was haben Sie denn für ein Handicap? 16. Angeber. Aber ich hatte ja auch mal 54. Ja, ja. Tja. Und wie lange hat das gedauert, von 54 auf... Das hat gar nicht mal so lange gedauert, aber ich habe mich dann wieder hochgespielt, weil das ist ein Sport, den man mit Ehrgeiz auch vernichten kann. Was soll das heißen? Sie müssen eine lockere Einstellung haben. Ja, das ist das, was ich nämlich nicht bin auf dem Golfplatz, locker. Wenn der Ehrgeiz zu stark ist... Fliegen die Schläger. Allein schon die Klamotten, weißt du, du läufst so rum wie so ein totaler Spießerbonze. Ja, und alle so, schuld. Hallo, und alle schuld. In diesen Karo-Mustern. Aber du noch, du fährst. Nein, ich gehe zu Fuß mit der Tasche auf dem Rücken. Okay. Und habe alles in klein karierte Klamotten und man muss ein Polo tragen, ohne Scheiß. Und dann wird man angesprochen, sind Sie nicht die berühmte Sexautorin? Ja, aber das kann doch nicht sein, Sie sehen der doch nur ähnlich. Mir geht's ums Einlochen. Ja. Wo spielst du denn Golf? So war ich noch nie angezogen, schon gar nicht im Robinson. Also da, wo ich spiele, gibt es eine Kleiderordnung und da halte ich mich auch dran. In St. Andrews? Nein. Wie uncharmant von uns, die einzige Dame am Tisch, die nicht die Sendung moderiert, so lange nicht zu Wort kommen zu lassen, so lange nicht vorzustellen. Das wäre Markus Lanz nie passiert und deswegen ist er völlig zu Recht der Nachfolger von Thomas Gottschalk bei Wetten, dass am 6. Oktober im 2. Deutschen Fernsehen. Und wir machen jetzt das, was auf diesem Zettel steht, nämlich Jessica. Ich verstehe Jessica Schwarz nicht. Also echt mal. Jessica Schwarz, das 1977 geborene Kind globetrotternder Eltern, ist entweder wahnsinnig oder Kuckuck-Banane. Früh begann alles. Als Kind ist die aus Michelstadt im Odenwald stammende Jessica Leistungsschwimmerin und Ballerina. Sie reitet und macht rhythmische Sportgymnastik. Raucht aber mit 9 die erste Zigarette, wird Bravo Girl, zieht mit 16 allein nach München, Ritzen, Borderlinen, Model, Koks, Ecstasy, New York, London, Paris, Botschafterin des Bieres, Viva-Moderatorin, nachts nackt auf dem Hotelflur, verliert gelegentlich die Fassung und schreit dann. Autodidaktische Schauspielerin, Grimme-Preisträgerin, Speiseeis-Designerin. Seit 5 Jahren betreibt sie mit ihrer Schwester Sandra ein Designhotel in ihrer Heimat. Zimmerpreise von 97,50 bis 160. Der ist ja bloß Ministerpräsident von Niedersachsen. Das dürfen Sie nicht haben vergessen. Ihn zur Schnecke gemacht, weil Sie Niedersachsen doof finden, weil Sie aus Bremen kommen. Ich habe nie gesagt, dass ich Niedersachsen doof finde. Sie haben mal gesagt, das ist ein Land mit 2 Löchern drin, nämlich Bremen und Bremerhaven. Ja, und ich habe gesagt, dass ich...
Ich habe gesagt, dass ich die Niedersachsen hasse. Ich habe nicht gesagt, dass ich Niedersachsen okay, doof finde. Entschuldigung. Ziehe doof finde. Da sind Sie mal. Oh. Aber abgesehen davon, ich finde wirklich, Politiker müssen sich doch gefallen lassen, dass man sie befragt und im Zweifel auch hart befragt. Und habt ihr denn in der Redaktion öfters auch mal überlegt, gar nicht mehr Politiker einzuladen, weil sie so ätzende Gäste sind? Nein, finde ich überhaupt immer nicht. Nur bin, mit Floskeln nein, antworten. Bin ich, okay, das ist die Frage, ob man das zulässt. Aber ich finde Politiker grundsätzlich sehr, sehr spannend. Und wenn du dich mal mit Politikern wirklich beschäftigst, das sind Menschen, die unglaublich viel auf dem Radar haben, die müssen wahnsinnig viel wissen, die müssen viel aushalten und die machen das alles mit großer Leidenschaft und für kleines Geld. Also das ist die Frage, warum tun sie es dann? Sie tun es, weil sie im Zweifel tatsächlich was gestalten wollen, weil sie Einfluss nehmen wollen, weil viele von denen auch den Traum haben, irgendwann mal vielleicht im Geschichtsbuch zu stehen oder auch irgendwann mal sagen zu können, an der oder der Stelle habe ich dieses Land vielleicht ein bisschen verändert oder sogar verbessert. Herr Lanz, das ist der, danke das ist Ihnen der schon für dieses Plädoyer. Ich hätte es vorher sagen ich sollen. Ich finde Politiker hochinteressante Menschen. Ich finde Politiker überhaupt nicht komisch und doof. Und ich merke auch immer wieder, das ist die Erfahrung, die wollen auch, dass man mit ihnen gerade ausspricht. Ja, aber die halten das aus. Ich finde ja Politiker-Interviews gut, meistens mit denen, die dann in Rente gegangen sind, weil die dann nämlich ehrlich sind und richtig auspacken. Und die, die in der Partei sind, müssen meistens parteikonform antworten. Und deswegen weiß man immer die Antwort vorher. Ja, Herr Lanz wird das anders machen. Der wird auch in seinen Wetten, das wird er auch Politiker einladen. Ja, das weiß Herr Huber nämlich, weil er in der Redaktion von Wetten, das sitzt. Die Bombe ist geplatzt. Das hofft Herr Huber. Waren Sie jemals zur Wahl aufgestellt? Nee, ne? Das ist das erste Mal. Ich glaube, das wird nicht gut. Ist das schlimm? Ja. Also, wirklich, ich habe wirklich das Gefühl, Sie sind ja jetzt, klappt, Sie sind ja unfairer als nein, aber Herr Huber, Sie sind ja unfairer als die Konkurrenz. Aber überfordern Sie nicht die eigene Parteibasis? Ich meine, Sie sind, und lassen, wir können es nicht wegdiskutieren, Sie sind ein Schwarzer und Sie treten für die CDU an. Ist das nicht... Das hat damit nichts zu tun. Nein, aber ist es nicht in weiten Teilen der Menschen, die die CDU wählen, immer noch also ein absolutes Hindernis, die Partei zu wählen? Stelle ich mir zumindest so vor in meinem kleinen Gehirn. Das ist die Sache. Ich bewerbe mich, es wird ja bei der Politik, wird ja Geistesleistung gefordert. Und Geistesleistung ist ja, kommt ja vom Gehirn, das kommt ja nicht von der Hautfarbe. Ja, das heißt, und im Gehirn sind wir alle gleich. Und wenn ich mich jetzt bewerben würde für Bayreuth, für den Siegfried, ja, dann wäre das vielleicht eine Geschichte, wäre die Hautfarbe ein Thema. Ja, aber so ist es kein Thema. Die Politik und auch die Unionsparteien, sie oszillieren ja immer zwischen Spaß und zwischen Ernst. Jetzt gebe ich Ihnen mal eine ernste Antwort, was man den Unionsparteien... Und da muss ich mal sagen, da haben Sie den wirklich so auf so eine Art fertig gemacht. Dass warum denn fertig gemacht? Ja, weil Sie den überhaupt nicht haben zu Wort kommen lassen. Der tat mir wirklich am Ende leid. Nein, dieser kleine Minister, der ist ja bloß Ministerpräsident von Niedersachsen. Das dürfen Sie nicht vergessen. Sie haben ihn zur Schnecke gemacht, weil Sie Niedersachsen doof finden, weil Sie aus Bremen kommen. Ich habe nie gesagt, dass Sie Niedersachsen doof finde. Sie haben gesagt, das ist ein Land mit zwei Löchern drin, nämlich Bremen und Bremerhaven. Ja, und ich habe gesagt, dass ich die Niedersachsen hasse. Ich habe nicht gesagt, dass ich Niedersachsen doof finde. Entschuldigung. Ziehe doof finde. Da sind Sie mal. Oh. Aber abgesehen davon, ich finde wirklich, Politiker müssen sich doch gefallen lassen, dass man sie befragt und im Zweifel auch hart befragt. Und habt ihr denn in der Redaktion öfters auch mal überlegt, gar nicht mehr Politiker einzuladen, weil sie so ätzende Gäste sind? Nein, finde ich überhaupt nicht. Weil die immer nur mit Floskeln antworten. Okay, das ist die Frage, ob man das zulässt. Aber ich finde Politiker grundsätzlich sehr, sehr spannend. Und wenn du dich mal mit Politikern wirklich beschäftigst, das sind Menschen, die unglaublich viel auf dem Radar haben, die müssen wahnsinnig viel wissen, die müssen viel aushalten und die machen das alles mit großer Leidenschaft und für kleines Geld. Also das ist die Frage, warum tun sie es dann? Sie tun es, weil sie im Zweifel tatsächlich was gestalten wollen, weil sie Einfluss nehmen wollen, weil viele von denen auch den Traum haben, irgendwann mal vielleicht im Geschichtsbuch zu stehen oder auch irgendwann mal sagen zu können, an der oder der Stelle habe ich dieses Land vielleicht ein bisschen verändert oder sogar verbessert. Herr Lanz, das ist der, danke das ist der Ihnen schon für dieses Politiker. Für dieses Plädoyer. Ich hätte es vorher sagen sollen. Ich finde Politiker hochinteressante Menschen. Ich finde Politiker überhaupt nicht komisch und doof. Und ich merke auch immer wieder, das ist die Erfahrung, die wollen auch, dass man mit ihnen gerade ausspricht. Ja, aber die halten das aus. Ich finde ja Politiker-Interviews gut, meistens mit denen, die dann in Rente gegangen sind, weil die dann nämlich ehrlich sind und richtig auspacken. Und die, die in der Partei sind, müssen meistens parteikonform antworten. Und deswegen weiß man immer die Antwort vorher. Ja, Herr Lanz wird das anders machen. Der wird auch in seinen Wetten, das wird er auch Politiker einladen. Ja, das weiß Herr Huber nämlich, weil er in der Redaktion von Wetten, das sitzt. Die Bombe ist geplatzt. Das hofft Herr Huber. Waren Sie jemals zur Wahl aufgestellt? Nee, ne? Das ist das erste Mal. Ich glaube, das wird nicht gut. Ist das schlimm? Ja.
Also, wirklich, ich kann also, wirklich das Gefühl, Sie sind ja jetzt, Sie sind ja unfairer als die Konkurrenz. Aber überfordern Sie nicht die eigene Parteibasis? Ich meine, Sie sind, und lassen, wir können es nicht wegdiskutieren, Sie sind ein Schwarzer und Sie treten für die CDU an. Ist das nicht... Das hat damit nichts zu tun. Nein, aber ist es nicht in weiten Teilen der Menschen, die die CDU wählen, immer noch also ein absolutes Hindernis, die Partei zu wählen? Stelle ich mir zumindest so vor in meinem kleinen Gehirn. Das ist die Sache. Ich bewerbe mich, es wird ja bei der Politik, wird ja Geistesleistung gefordert. Und Geistesleistung ist ja, kommt ja vom Gehirn, das kommt ja nicht von der Hautfarbe. Ja, das heißt, und im Gehirn sind wir alle gleich. Und wenn ich mich jetzt bewerben würde für Bayreuth, für den Siegfried, ja, dann wäre das vielleicht eine Geschichte, wäre die Hautfarbe ein Thema. Ja, aber so ist es kein Thema.